Es ist 5:05. Herzlich willkommen hier im Abgeordnetenhaus von Berlin. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind zur ersten Veranstaltung der Piratenfraktion zum Thema Geld in Zusammenarbeit mit unserem Squad und der Arbeitsgruppe Geldordnung. Das ist ja ein Thema, über das alle reden, aber viele wissen vielleicht gar nicht so genau, was Geld ist, obwohl diese Erklärung relativ einfach ist, denn also jede Bankkauffrau, jeder Bankkaufmann lernt das schon im ersten Lehrjahr. Und es gibt auch sehr viele Informationen im Netz, die das einfach erklären. Das Geldmuseum der Bundesbank zum Beispiel wäre da eine gute Quelle. Aber wir haben ja heute den Herrn Professor Huber hier, der Sie aus fachlicher erster Hand darüber informiert und auch noch einige neue Ideen vorstellen wird. Ja, also mein Name ist Alexander Spieß. Ich bin hier Mitglied des Abgeordnetenhauses in der Piratenfraktion und Sprecher für Arbeit und Soziales, berufliche Bildung, Europa- und Bundesangelegenheiten. In dieser Funktion jetzt nicht unbedingt so prädestiniert für dieses Thema, aber da wir uns, wie ja auch inzwischen aktuell in aller Munde ist, bei den Sozialpiraten mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen beschäftigen, gibt es da also verwandte Bezüge zu der Frage der Geldordnung. Ja, also das war meine kleine Einführung und ich übergebe jetzt mal an Georg vom Squad Geldordnung. Ja, Georg Nägle, mein Name, von der AG Geldordnung und Finanzpolitik und vom Squad Geldordnung hier in Berlin. Und ich freue mich ebenfalls, dass so viele Leute gekommen sind. Man sieht also, dieses Thema Geldsystem tritt aus seinem Schattendasein heraus und findet immer mehr Resonanz in der Öffentlichkeit. Und das ist eine gute Sache, denn wir alle fragen uns ja, haben wir überhaupt noch die Herrschaft über das Geld oder hat das Geld die Herrschaft über uns gewonnen? Wir erleben gerade, wie die Mutter aller Rettungsschirme über Europa aufgespannt wird, Wert von 1 Billion. Das sind Zahlen, das konnte man sich früher gar nicht vorstellen. Heute ist es quasi Tagesnews. Wir in der AG Geldordnung analysieren gerade sehr intensiv, diskutieren sehr kontrovers. Auch das, was heute hier besprochen wird, ist noch auf dem Prüfstand. Und wir wollen analysieren, verstehen, wie das System funktioniert und wir wollen auch Lösungen finden. Denn uns stellt sich eben die Frage, gibt es Lösungen, kommt man aus dieser Falle wieder raus? Und deswegen, wenn es früher hieß, über Geld redet man nicht, heißt es heute, Piraten reden übers Geld. Und deswegen bedanke ich mich nochmal bei Alexander Spieß und der Piratenfraktion, dass wir heute hier an diesem Ort im Abgeordnetenhaus sein dürfen. Und einen Mann begrüßen, der in der Fachwelt und in den Medien immer mehr Resonanz findet mit seinen Ideen. Auch unter den Ökonomen in zunehmendem Maße bedeutende Personen wie Professor Binswanger oder Professor Richard A. Werner kennen seine Überzeugungen und Überlegungen und teilen diese auch. Und diese Überlegungen, die Vollgeldreform und die Monetative und was das ist, das erfahren wir jetzt. Begrüßen Sie mit mir Professor Josef Huber. Guten Abend zusammen. Wir haben für heute Abend einen Vortrag abgesprochen in 4 Teilen, jeweils 10 bis 15 Minuten, die dann unterbrochen werden durch wiederum jeweils 10 bis 15 Minuten Zwischendiskussion oder Fragen und am Ende nochmal eine ausführlichere Diskussion. Jetzt zum ersten Teil. Wie funktioniert überhaupt das heute existierende Geldsystem?
Also Sie wissen schon, diese Geldordnung, die heute herrscht, ist schwer zu durchschauen. Sie ist für einen normalen Menschen vollkommen unverständlich. Warum? Wir haben es mit einem System zu tun, das sich beschreiben lässt als ein zweistufiges Bankensystem mit drei Akteursgruppen, mit einem dreifachen und gesplitteten oder gespaltenen Geldkreislauf. Und man nennt es mit dem Fachausdruck ein fraktionales Reservesystem, in dessen Rahmen eine multiple Chiralgeldschöpfung stattfindet. Haben Sie alle verstanden? Ne? So, alles klar. So. Also da sträuben sich nicht nur diesen Mädchen die Haare zu Berge. Und das ist übrigens von vornherein ein großer Teil des Problems, also auch des politischen Problems, eine öffentliche Debatte auf breiter Grundlage über die Geldordnung zustande zu bringen und auf der Kenntnis der Analyse des Geldsystems eben ein Reformprogramm nachher zu entwickeln. Am einfachsten versteht man noch das zweistufige Bankensystem mit den drei Akteursgruppen, die sehen Sie hier bebildert sozusagen im Vordergrund, der Neubau der Europäischen Zentralbank, also Zentralbank, im Hintergrund die Türme des Frankfurter Bankenviertels, also die Banken und drumherum, das Publikum, wie man sagt, die Nichtbanken, wir alle als private Haushalte, als Unternehmenshaushalte und nicht zuletzt auch als öffentliche Haushalte, ne? Wir sind das Publikum, also drei Akteursgruppen, Zentralbank, Banken und wir alle als Publikum, nicht? Und darin gibt es eben einen zweistufigen Prozess. Die erste Stufe geht von der Zentralbank zu den Banken. Die zweite Stufe geht von den Banken, wo wir unser Konto haben, nicht? Unser Girokonto eben zu uns als den Kunden bzw. dem Publikum. Sofern Leute überhaupt so weit eine Vorstellung haben, denken nun die meisten Leute, das Geld kommt von der Zentralbank. Die Zentralbank schafft das Geld, sie hat die Freiheit, das zu tun, kann es frei in die Bücher eintragen und per Kredit gibt die Zentralbank das von ihr geschöpfte Geld an die Banken. Und die Banken geben das an ihre Kunden weiter. Dem ist aber nicht so. Das ist in Wahrheit sehr viel komplizierter und teilweise ganz anders. So wie eben beschrieben, gilt das residual nur noch für das Bargeld, also für die Banknoten und darin eingeschlossen auch die Münzen. Die werden wirklich 100% 1:1 von der Zentralbank herausgegeben, ausgeliefert an die Banken. Die Banken heute per Geldautomat liefern das dann praktisch uns aus, wenn wir es eintauschen gegen ein Kontoguthaben, nicht? Das macht heute aber nur 20% der Geldmenge aus. In anderen Ländern, Großbritannien, Skandinavien, nur noch 5%, also das Bargeld. Während 80-95% der Geldmenge, das ist unbares Geld. Also das sind Kontoguthaben, Zahlungsmittel auf unserem Girokonto bzw. auf dem Betriebskonto der Bank bei der Zentralbank. Und das ist heute der eigentliche Geldfluss, der bargeldlose Zahlungsverkehr. Und mit dem funktioniert das ganz anders. Nämlich, da kommen wir zu dem gesplitteten Geldkreislauf. Nicht? Wir haben praktisch zwei getrennte Kreisläufe, was den unbaren Geldfluss betrifft. Einmal einen Interbankenkreislauf mit Reserven. Reserven ist der Ausdruck eben für Geldguthaben der Banken bei der Zentralbank. Nicht, auf ihren Zahlungsreserven, beziehungsweise man nennt sie auch Überschussreserven. So. Der davon getrennte unbare Geldkreislauf ist der Publikumskreislauf mit Chiralgeld. Und diese beiden Kreisläufe vermischen sich niemals. Es kommt nie vor, und es ist auch technisch völlig unmöglich, dass Reserven von einem Zentralbankkonto zu Ihnen auf Ihr Girokonto fließen. Das gibt es nicht. Das ist ausgeschlossen. Das kann nicht sein. Genauso ausgeschlossen ist es, dass Guthaben von unseren Girokonten auf das Zentralbankkonto einer Bank fließen. Das gibt es nicht. Es ist völlig ausgeschlossen. Deswegen, diese beiden Kreisläufe sind also getrennt, gesplittet, obwohl sie in bestimmter Weise miteinander zusammenhängen,
wie ich gleich noch erklären werde. Vorher wollte ich noch etwas sagen, wie kommt das Geld zustande? Es kommt per Bucheintrag zustande. Sehen hier zwei T-Konten, einmal bei einer Bank, beim Kunden, bei der Zentralbank gegenüber der Bank geht es nach demselben Prinzip. Stellen Sie sich vor, da steht zunächst nichts drin, die Blätter sind leer, es ist nichts da und aus diesem Nichts heraus, beziehungsweise in dieses Nichts hinein, findet nun ein Bucheintrag statt, mit dem Geld geschöpft wird. Zum Beispiel, indem Sie einen Konsumentenkredit von 10.000 Euro aufnehmen. Das geht dann so, dass die Bank Ihnen diese 10.000 zur Verfügung stellt. Das ist also links dann der Kredit, das ist die Forderung der Bank an die Kunden. Und auf der Passivseite trägt die Bank ein, die Verbindlichkeit, Ihnen dieses Geld auch zu geben. Und das kriegen Sie rechts auf Ihrem, als Kunde, nicht bei Ihrem T-Konto gutgeschrieben, auf der Habenseite, als verfügbares Giroguthaben aus diesem Kredit, dieses Geld können Sie nun, das können Sie als Zahlungsmittel benutzen und ausgeben, aber Sie haben auch, weil Sie das ja aus einem Kredit bezogen haben, nun eine Schuld gegenüber der Bank, diesen Kredit zu tilgen und zu verzinsen, nicht? Unten sehen Sie die Buchungssätze, mit denen das technisch vorgenommen wird. So, nun zurück also zu diesen beiden gesplitteten Kreisläufen. Also Geld ist jetzt vorhanden, es ist geschöpft. Und nun ist Folgendes, Sie sehen also wieder die zweigeteilte Bankensystem. Nicht? Und was passiert nun, wenn Kunden untereinander Geld überweisen müssen? Ja, stellen wir uns vor, das seien große Banken, die überall Niederlassungen haben, und überall Zweigstellen und im ganzen Land, in jeder Stadt, Millionen von Kunden, nicht? So, es gibt den Fall, gerade bei großen Banken, dass die Kunden einer Bank untereinander Geld überweisen, einfach weil es so kommt, dass eben, ist kein großer Zufall, nicht, wenn bei Vorhandensein weniger Großbanken viele Menschen bei derselben Bank ein Konto haben. Was geschieht dann? Also mal angenommen, ich bin Kunde A und muss einem Kunden B Geld überweisen. Und naja, ich mache eine Überweisung oder der hat von mir eine Lastschrifterlaubnis, wie auch immer. Und es geschieht dann einfach so, dass ein Betrag X von meinem Girokonto, auf dem sein Konto umgebucht wird, umgebucht, weiter nichts. Für die Bank ist das ein passiver Tausch. Und zwar nicht mal zwischen verschiedenen Arten von Passiver oder Verbindlichkeiten, sondern es wird einfach bei mir was abgezogen, bei dem anderen Kunden wird es gut geschrieben. Die Bank braucht dafür überhaupt kein Geld. Denn das geschieht mit diesen Giroguthaben, die die Bank selbst ausgestellt hat und die werden verrechnet. Ein Fluss von Zentralbankgeld ist hier überhaupt nicht involviert. So, in der Mehrzahl der Fälle trotzdem wird unser Geld an Kunden bei anderen Banken abfließen. Und das ist dann der Fall, wenn, sagen wir mal, hier Kunde B an den Kunden O oder P bei einer anderen Bank etwas überweisen muss. Wie geschieht das dann? Es gibt keinen direkten Fluss von Chiralgeld, also Chiralgeld heißt die Guthaben auf Girokonten. Es gibt keinen direkten Fluss von da nach dort, sondern das ist vermittelt über unsere Bank und über das Verrechnungs- und Clearingsystem bei der Zentralbank. Nicht? Und es ist an und für sich so, wenn Kunde A zu Kunde P etwas überweisen muss, dann sagt er das seiner Bank und die Bank muss dann bei ihrem Betriebskonto bei der Zentralbank eine entsprechende Menge an Reserven überweisen an die Bank des anderen, der das Geld kriegen soll. Das Geld in Form der Reserven kriegt aber die Bank. Der Kunde kriegt kein Geld, der kriegt nur eine Gutschrift, eine Forderung auf Zentralbankgeld. Die können wir einlösen, wenn wir Bargeld abheben, aber das bargeldlose Zahlen ist ja viel bequemer und deswegen lassen wir die Forderung so stehen und sind damit zufrieden, wenn wir eine Gutschrift auf so einem Dokument haben. Nicht? So. Und nun geschieht Folgendes. Und das ist der Kern des Pudels, Kern sozusagen, was ich jetzt erläutern möchte. Es finden ja jeden Tag viele solche Überweisungen oder Lastschriften und so weiter statt.
Und nehmen wir einfach nun diese beiden Banken und im Verlauf des Tages also die Kunden der einen Bank zahlen zur anderen Bank. 20.000, 30.000, die Kunden der anderen Bank zahlen zu der einen Bank im Gegenfluss. Was habe ich hier stehen? 15.000, dann wieder 25.000 in die Richtung, 30.000, nochmal 30.000 in die Richtung und so weiter. Am Tagesende wird das verrechnet insgesamt. Nicht? Es wird geclearet, ein Clearing System, Verrechnungen vorgenommen und die Summe, die sich ergibt, muss gesettelt werden. Das heißt, sie muss in Reserven beglichen werden. So. Und von unserer Bank zu eurer Bank sind im Verlauf dieses Tages 90.000 geflossen und umgekehrt 85.000. Und es wird also der Saldo ermittelt und das sind 5.000. Das heißt, die eine Bank hat zur anderen Bank eine Geldsumme von 90.000 überwiesen, muss aber am Ende des Tages faktisch nur 5.000 überweisen. Nicht 90.000, 5.000. Weil es ja immer diesen Hin- und Rückverkehr gibt. Die andere Bank, bei der ist es noch schlauer, die hat tatsächlich 85.000 überweisen müssen für ihre Kunden, muss aber gar nichts zahlen am Ende des Tages, sondern kriegt von unserer Bank noch 5.000 beglichen. So. Jetzt nehmen wir mal an, unsere Bank, sie hat das Geld, dann ist gut. Wenn sie das Geld nicht hat, dann muss sie es sich schnell leihen am Overnight-Interbankenmarkt. So Overnight-Lending-Rate, normalerweise funktioniert der Interbankenmarkt, so wird das ausgeglichen. Schwierig wird es, wenn Krise ist wie zurzeit, dann leihen sich die Banken untereinander nichts mehr, dann muss die Zentralbank einspringen. Jedenfalls, das macht die Zentralbank auch. Dann nimmt also die Bank, wenn ihr ein bisschen Reserven fehlen, nimmt sie einen Kredit auf bei anderen Banken oder bei der Zentralbank, um das ausgleichen zu können. Langer Rede, kurzer Sinn. Was Sie hier sehen, ist das Prinzip fraktionales Reservebanking bzw. multipler Giralgeldfluss. Die Geldbasis beträgt hier die Reservenbasis, die Geldbasis 5.000, aber die Gesamtsumme an bewegten Geldern, wenn Sie beides zusammenzählen, liegt tatsächlich bei 175.000, also für die eine Bank, sagen wir mal, bei 90.000. Das heißt, auf einer Reservenbasis von 5,5 noch was Prozent ist es möglich gewesen, die Gesamtsumme an Zahlungen abzuwickeln. Und dazu gehören natürlich auch die Zahlungen im Zusammenhang mit neu ausgestellten Krediten, zusammen mit allen möglichen anderen Zahlungen. Nicht? So, deswegen heißt das also multiple Giralgeldschöpfung, weil eben ein Multiples dieser Geldbasis kann erzeugt werden, um den Zahlungsverkehr abzuwickeln. Oder wenn Sie es umgekehrt formulieren, um nach eigenem Ermessen Kredite zu vergeben und den damit verbundenen Zahlungsverkehr abwickeln zu können, benötigen die Banken eben nur einen Bruchteil, eine Fraktion dessen, was da an Bankenschiralgeld geschaffen worden ist. Und deshalb nennt man das eben Fractional Reserve Banking, ein Begriff, der sich zunehmend auch im deutschen Sprachgebrauch einbürgert. Früher sagte man nur multiple Geldschöpfung. Man meinte damit aber eigentlich mehrfache Kreditvergabe, was mit Geldschöpfung gar nichts zu tun hat, würde aber jetzt zu weit führen. Um Ihnen noch kurz eine Kennziffer zu sagen, wenn Sie es als Multiplikator ausdrücken, dann betragen heute in Deutschland im statistischen Durchschnitt die Giroguthaben das 17-fache der Zahlungsreserven der Banken. Das 17-fache. Nicht? Oder wenn Sie es als Fraktion ausdrücken, die Zahlungsreserven betragen 6% der Giroguthaben, für die eine Bank einstehen muss. Und das eben gegebene Beispiel entsprach ungefähr diesen Proportionen. Dieses System hat sich natürlich von langer Hand entwickelt, genau genommen seit dem späten Mittelalter, seit dem Hochmittelalter. Es war aber nicht im breiten Publikumsverkehr üblich. Im breiten Publikumsverkehr hatte sich erst in den letzten 100 Jahren allmählich ausgebreitet, in den letzten 130 Jahren. Aber in der Breite der Bevölkerung hat es sich erst in den letzten 30 bis 60 Jahren ausgebreitet. Und in dem Maße, das stattgefunden hat, verstärkt auch durch informations- und kommunikationstechnische Revolutionen, nicht wahr? Online-Banking auf Knopfdruck, Geld hin und her schieben und auch die Öffnung der Grenzen, die Globalisierung des Geld- und Zahlungs- und Kapitalverkehrs,
In dem Maße sind auch die Geldmengen stark gestiegen. Die Giralgeldschöpfung der Banken hat überproportional zugenommen. Und in dem Maße ist der Zentralbank die Geldmengenkontrolle entglitten. Die Initiative zur Geldschöpfung liegt heute de facto, nicht in der Theorie, aber de facto bei den Banken. In der Theorie liegt sie bei der Zentralbank, aber in Wirklichkeit liegt die Initiative bei den Banken. Und jetzt greife ich schon vor auf den nächsten Teil. Bei den vielen Ursachen, die genannt worden sind in der laufenden Diskussion über die aktuelle Banken-, Finanz- und Staatsschuldenkrise, wird über diese monetäre Grundlage des ganzen Systems, die Geldordnung, nicht gesprochen. Und in unserer Analyse ist eben die eigentliche Ursache dieser Finanzprobleme, die besteht in dieser überschießenden Giralgeldschöpfung per Kreditvergabe, zumal in den zurückliegenden 30 Jahren, zunehmend in den letzten 20 Jahren, diese Kreditgeldschöpfung nur zum geringen Teil der Realwirtschaft diente und zum weit überwiegenden Teil in reine Geldanlagen geflossen ist, also in die Finanzmarktexpansion geflossen ist und dann zu diesen wandernden Hotspots von Überakkumulation von Kapital bzw. Überinvestment, überschießende Produktion von Wertpapieren und Finanztiteln geführt hat, was auf der anderen Seite eine überschießende Verschuldung eben auch bedeutet. Und das mündet immer wieder in solche Krisen. Nicht? Wir hatten erst die Dotcom-Bubble, dann die Subprime-Crisis, wiederholte Immobilienkrisen in den USA, aber auch woanders. Damit verbunden immer Bankenkrisen und die überbordende Staatsverschuldung ist diesbezüglich sowieso eine Überinvestmentblase, die sich seit Jahrzehnten aufgebaut hat. So viel für den ersten Teil. Wir machen immer eine kurze Zwischenfragerunde. Wenn es Fragen gibt, bitte melden, dann Verständnisfragen, dann komme ich mit dem Mikro vorbei. An welcher Stelle in Ihrem System sind denn die echten Werte hinterlegt, also sowas wie die Goldreserven oder so, wo würden die da auftauchen? Ja, ich glaube, in einem modernen Geldsystem besteht der echte Wert in der Produktivität der Realwirtschaft. Also Banken sind natürlich daran interessiert, wenn sie Geld verleihen, Geld durch Kollateral, also durch andere Geldwerte zu decken und wollen Sicherheiten haben. Das ist aber ein Banking-Sicht der Dinge. Gesamtwirtschaftlich betrachtet besteht der Wert des Geldes. Das Geld ist frei geschöpft. Das Geld als solches hat keinen Wert bzw. ist nicht produktiv, aber Geld hat eine transaktive Funktion. Es gibt uns Kaufkraft und ist deswegen sehr wertvoll für uns. Aber der Gegenwert oder die Wertdeckung des Geldes besteht eben im Wirtschaftsprodukt. Und unser Geld ist so viel wert, wie wir eine produktive Wirtschaft haben, die qualitativ hochstehende Güter und Dienste anbietet. Und solange das ist und so viel, so ist so weit und so viel ist unser Geld etwas wert. Das ist seit langem so, ich glaube, es ist auch bei einer Golddeckung der Währung so, darüber kann man noch länger diskutieren. Jedenfalls in der modernen Wirtschaft, im Unterschied zur traditionalen, ist Geld reines Zeichengeld geworden. Ich glaube, es war schon immer so, aber es ist ein anderes Thema. Und dieses Geld ist frei schöpfbar, das ist ja auch völlig manifest geworden. Eine Rückkehr zum Goldstandard ist meines Erachtens nicht möglich und nicht wünschenswert, weil das die Geldmenge zu sehr beschränken würde. Und das Prinzip der freien Geldschöpfung ist als solches in Ordnung. Das Problem ist, dass es außer Kontrolle ist, weil es keine Instanz gibt, die die Geldschöpfung eben unter Kontrolle hat. Und der Geldreformansatz der Monetative besteht eben darin, einen Weg zu finden, dass eine öffentliche Instanz die Kontrolle über das Geld wieder erlangen kann. Ich habe vor 30 Jahren Volkswirtschaft studiert und da habe ich natürlich gelernt, wie Geldschöpfung ausschließlich durch die Zentralbank stattfindet. Ich habe erst in den letzten Jahren
mitbekommen, also ich habe nicht gearbeitet als Volkswirt, aber ich habe erst im letzten Jahr mitbekommen, dass das ist, so wie Sie das erklärt haben. Sie haben ja auch eben darauf hingewiesen, dass theoretisch immer noch die Geldschöpfung durch die Zentralbank stattfindet. Was sagen denn erstens die sozusagen die alte Schule, die Ökonomen, bei denen ich noch gelernt habe, zu ihrer Theorie? Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Entschuldigung, Zwischenfrage. Nee. Die weiteren Beiträge zum selben Thema? Na, so ein bisschen. Also ich habe auch... Bitte im Mikro. Okay, dann sammeln wir die Fragen mal. Also das geht jetzt auch nicht in VWL-Vorlesung. Ich hatte auch in der VWL-Vorlesung gelernt, dass es Beschränkungen gibt für die Geldschöpfung. Also die Bank ein Zehntel von dem ausgegebenen Schmalgeld als Reserve vorhalten muss. Das sagen wir jetzt. Ja, okay. Ja, also es sind, was Sie ansprechen, ist das Problem der sogenannten Mindestreserve. Und diese Mindestreserve ist ein Instrument der Zentralbank, Geldpolitik. Es hat mit Zahlungsvorgängen überhaupt nichts zu tun. Das geht zurück auf ein Lehrbuchmodell, das sogenannte Kreditmultiplikatormodell, das allerdings mit der Wirklichkeit sehr wenig zu tun hat. Aber die Idee dahinter ist die, die Idee ist, dass Geld zirkuliert, und zwar angeblich Zentralbankgeld, und iterativ in wiederholten sozusagen Zirkulationsdurchgängen würde diese Geldsumme immer wieder mal verliehen, und bei jedem neuerlichen Verleihen verlangt die Zentralbank, dass ein gewisser Prozentsatz davon abgezweigt wird als sogenannte Mindestreserve. Und das ist gedacht als Instrument, um die Kreditschöpfungsvolumen der Banken einzuengen und zu steuern. Aber das ist wirklich graue Theorie. Und erstens sind es nicht 10%, sondern in den meisten Ländern der Erde 0%. Wie war das bei der Bundesbank? Die hatte, glaube ich, 2% oder 2, noch was Prozent. Wurde nicht verzinst, die Europäische Zentralbank hat das nun übernommen, hat 2% Mindestreserve verlangt, zuletzt nur noch 1%. Aber wissen Sie, der springende Punkt ist der, mal angenommen, dieses Modell, da wäre was dran in Wirklichkeit, ein wenig. Die Wirklichkeit ist die, im Sinne dieses Bildes, ne, wenn die Banken Reserven brauchen, ne, um Kredite zu vergeben, und auch um diese Mindestreserve zu hinterlegen, dann gehen sie an den Geldmarkt und sagen, wer leiht mir Geld, und wenn nicht mehr genug Geld geliehen wird zu annehmbaren Zinsen, dann gehen also 14-tägig die Banken zur Zentralbank und sagen, wir brauchen Geld, auch damit wir unsere Mindestreserven bezahlen können. Und ich habe noch nie gehört, in den zurückliegenden Jahrzehnten, dass jemals es vorgekommen wäre, dass eine Zentralbank in Anführungsstrichen ihren Banken es verweigert hätte, frische Reserven zuzuführen. Die Zentralbanken zahlen immer, prompt und meistens auch zu einem ganz günstigen Zinssatz. So, nicht? Deswegen ist das ein Instrument, das sich eigentlich in der Praxis selbst ad absurdum führt, weil die Zentralbanken eigentlich immer bereitwillig auf das Geldverlangen der Banken reagieren und dabei auch bereitwillig die Mindestreserve herauszurücken sozusagen, und die Europäische Zentralbank finanziert das den Banken außerdem noch als die Einlage. Also warum nicht? Würde ich als Bank auch machen. Ne? Ja. So. Mich interessiert nochmal, wo bleiben denn eigentlich die Sicherheiten, die für die Kredite doch den Banken angeboten werden? Also in Form von Grundstücken, in Form von Häusern, in Form von Patenten oder sowas. Also irgendwo geben doch die Banken diese Kredite nicht gegen nichts heraus. Also deswegen denke ich immer, diese Geldschöpfung aus dem Nichts, irgendwo fehlt mir das. Ja. Ja, das hat da, das ist wiederum aus der Sicht der Banken gedacht, und das ist zutreffend, dass Banken in der Regel, also wenn wir von Überziehungskredit mal absehen, verlangen irgendwelche Sicherheiten. Aber das Ausmaß, also einmal ist das Ausmaß der Sicherheiten des Bankenverlangens sehr unterschiedlich. Manchmal 100% oder sogar noch mehr, je nachdem.
Manchmal, wenn der Kunde als gut gilt und ein altbekannter Kunde und so weiter, ist die Besicherung nur bei 30%, 40%, 50%. Das ist ganz unterschiedlich, nicht? Und aus Sicht der Bank, die Kredite vergibt, ist das ein gewisser restringierendes Moment, die Bonität der Schuldner in den Augen der Bank, nicht? Was mir einfällt natürlich, dort, wo mit die größte Menge an Geld geschöpft wird, das ist die Chiralgeldschöpfung zur Finanzierung von Staatsanleihen, nicht wahr, wenn Staatsanleihen platziert werden. Da gibt es eigentlich keine Absicherung, also kein Kollateral, sondern die Staatsanleihe selbst als Wertpapier hat sozusagen eine Superbonität, normalerweise, wenn nicht gerade Krise ist, wie heute. So. Also damit ist schon mal, also wenn ich jetzt also den Überziehungskredit und zusammen mit der Geldschöpfung für Staatsanleihen zusammenzähle, dann habe ich wahrscheinlich schon weit über die Hälfte der Geldschöpfung überhaupt, nicht? Und für den Rest, ja, es ist so, es kommt hinzu, also vorhandene Vermögen zirkulieren finanzwirtschaftlich, werden also sekundär verwendet und so weiter, daraus werden ja auch Vermögen und weitere Schulden aufgebaut, wobei dann die Geldvermögen bzw. die Wertpapiervermögen, die da entstehen, wiederum als Sicherheit von den Banken akzeptiert werden, sodass das ein in sich wiederholenden spiralförmigen Schritten sozusagen ein Prozess ist, der sich selbst auch nährt. Und das ist übrigens auch ein Grund, weshalb die Banken im Laufe der Zeit, wenn man ihnen also höheres Eigenkapitalpolster abverlangt, um die Kredite zu beschränken, das schon für den Moment ein Dämpfer ist, aber im Laufe der Zeit sie durchaus in der Lage sind, dieses Eigenkapitalpolster eben auch im kollektiven Gleichschritt sich sozusagen durch die eigene Geldschöpfung auch dafür zu sorgen, dass sie die nötigen Eigenkapitalmittel beschaffen können. Das ist dann eine Frage der Zeit, nicht? Und ich würde grundsätzlich eben die Sicht einer Bank würde ich schon auseinanderhalten mit der gesamten Funktionsweise des Geldsystems. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, wir haben noch eine Frage über Bank. Ja. Ich gebe das Mikro noch und dann gehen wir, glaube ich, zum nächsten Teil. Ich habe meine Frage noch nicht als Beantwortung angesehen. Das ist immer zweistufig. Ja. Was sagen die traditionellen Volkswirtschaftler zu... Ach so, Entschuldigung. Ja, tut mir Theorie leid. Und zweitens, was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Sie sagten ja auch, dass theoretisch die Zentralbanken noch das Geld schöpfen würden. Ja. Kann ich auch nicht verstehen, inwiefern das auch der Fall sein soll. Ja, also um es kurz zu machen, ich glaube, die große Mehrheit der Finanzwissenschaftler stellt nicht mehr in Frage, dass es so etwas wie eine multiple Chiralgeldschöpfung bzw. ein fraktionales Reservebanking gibt. Es gehen allerdings zum Teil die Meinungen, wie genau das funktioniert, durcheinander. Und das, was ich vorhin dargestellt habe, ist, glaube ich, nicht Mehrheitsmeinung, sondern in der Mehrzahl der Lehrbücher, wenn das Thema überhaupt behandelt wird, dann steht dort noch das alte Modell, also des iterativen Kreditmultiplikators, wo eine von der Zentralbank vorgegebene Geldsumme immer weiter zirkuliert. Und das ist nicht sehr realitätsgerecht, das betrifft vielleicht unter gewissen Aspekten diesen sekundären Prozess von weiteren Vermögens- und Schuldenaufbau, aber an der Quelle, die eigentliche Geldschöpfung, bin ich überzeugt, geht so wie vorhin dargestellt, eben die Banken geben Chiralkredit und lassen sich fraktional refinanzieren, soweit sie das überhaupt noch nötig haben. Das ist die Realität und ich glaube, besonders im angelsächsischen Sprachraum ist diese Sicht der Dinge weiter verbreitet als, sagen wir mal, in Kontinentaleuropa, wo man noch sehr stark an diesem Lehrbuch hin zur Bundesbank, an diesen Lehrbuchweisheiten hängt und sich sträubt, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Okay, ich denke, dann kommen wir zum Teil 2. Ja, also die Fehlfunktionen dieses, ich habe jetzt bis jetzt beschrieben, wie funktioniert das System, habe schon angedeutet, es erzeugt eine ganze Reihe von Fehlfunktionen. Ich habe sie hier aufgelistet, auf dieser Tabelle,
habe es schon gesagt, die Geldschöpfung, also die Menge an geschöpften Geldes, das hat niemand unter Kontrolle, die Zentralbank nicht. Sie sollte es, sie würde gerne, aber sie ist von der Geldmengenkontrolle schon vor über 20 Jahren abgekommen und versucht über Zinsen, über den Zentralbankzinsgefüge das zu beeinflussen. Heute im Zeichen der Banken- und Finanzkrise würde ich sagen, ist das Hauptproblem, dass die Chiralgeldschöpfung der Banken massiv prozyklisch überschießend gewesen ist. Prozyklisch heißt mit den Konjunktur- und Börsenzyklen mitgehend und sie verstärkend und in Extreme treibend. Und das bedeutet, dass diese Geldschöpfung inflationär ist, und zwar nicht nur im Sinne der Verbraucherpreisinflation, sondern auch und vor allem in den zurückliegenden 20 Jahren im Sinne einer Asset Inflation oder Asset Price Inflation, also einer Mengen- und Preisinflation von Geldvermögen, Wertpapieren und anderen Geldanlageobjekten wie Immobilien oder auch Kunst. Je weiter diese Entwicklungen voranschreiten, erzeugen sie eine Schlagseite in der Einkommens- und dann auch Vermögensverteilung zugunsten der Kapitaleinkünfte und zulasten der Arbeitseinkommen. Diese überschießende Chiralgeldschöpfung für reine Finanzanlagen erzeugt eben diese wiederkehrenden Spekulationsblasen an wandernden Hotspots rund um die Erde. Ist also prozyklisch dann auch instabil und krisenerzeugend. Und wenn die Krise da ist, dann halten die Banken zurück mit der Geldschöpfung. Dann wird Geld vernichtet, indem also alte Kredite eingetrieben werden und damit die Beträge gelöscht werden. Aber es wird kein neues Geld im Gegenzug mehr herausgegeben, solange die Krise anhält. Und das kann in ein deflationäres Szenario münden. Das System ist auf alle Fälle eine wiederkehrende Schuldenfalle. Warum? Weil mit den sich aufschaukelnden Investments, immer mehr Vermögenspapiere und so weiter, denen stehen ja entsprechende Schulden gegenüber. Nicht wahr? Den Staatsanleihen stehen Schulden gegenüber. Genauso den Aktien stehen Schulden gegenüber. Nicht wahr? Den Depositen als Geldvermögen stehen ja eben auch entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber. In einer Krise gehen diese Vermögenswerte zum Teil verloren. Sie verlieren Wert oder werden überhaupt entwertet. Also wir haben einen starken Vermögensschwund, aber die Schulden bleiben in den Büchern stehen. Die verschwinden nicht. Ja, das ist ja die Schieflage, nicht wahr? Dass also die Forderungen oder die Assets zum Teil eben abhanden kommen durch Wertberichtigung, aber die Schulden bleiben in den Büchern stehen und die Krise, und das hält so lange an, bis eben dieses Schuldenproblem bereinigt ist. Nicht? Wenn die Banken selbst betroffen sind und von Konkurs betroffen sind, zeigt sich, dass Chiralgeld unsicheres Geld ist. Es kann verschwinden, deswegen muss es ja auch versichert werden, beziehungsweise die Staaten müssen dafür bürgen und garantieren. Nicht? Obwohl es ja privat geschöpftes Geld ist, aber Frau Merkel hat gesagt, wir garantieren nicht nur für mit 100, sondern für 200.000 pro Kunde und so weiter. Nicht? Ja, mit dieser Chiralgeldschöpfung ist übrigens ein Extragewinn für die Banken verbunden, dadurch, dass sie zum normalen Kapitalmarktzins den Kredit ausstellen, sie selbst aber nur fraktional refinanzieren müssen, sodass ein großer Teil der ausgestellten Kredite sozusagen zur Nullfinanzierung stattfindet. Und daraus haben die Banken also einen ganz erklecklichen Margenextragewinn. Ist nicht ganz leicht zu ermitteln, aber nach meiner Schätzung für das Jahr 2008 so etwa im Bereich von in Deutschland 20 Milliarden Euro. Und nicht zuletzt, ich denke, dass dieses ganze System staatsrechtlich gesehen ein Unding ist, weil es ist de facto so, also das Geldregal zum einen ist schon immer ein hoheitliches Privileg gewesen, eine hoheitliche Prärogative, vergleichbarer Art wie das Steuermonopol, das Gewaltmonopol, nicht wahr? Das Oberkommando über Militär und Polizei. Und also eine hoheitliche Prärogative, und die hat man in den letzten Jahrzehnten vollständig den privaten Banken überlassen. Und der Staat selbst hat sich dieses Vorrecht von Verfassungsrang und den damit verbundenen Geldschöpfungsgewinn, die sogenannte Seniorage, weitgehend abgegeben. Nicht?
denn der Zentralbankgewinn, den der Finanzminister bekommt, ist ein Klacks im Vergleich zu dem, was also die Banken privat durch die Chiralgeldschöpfung einstreichen. Ich kann nun auf diese ganze Liste hier in der Kürze nicht ausführlich eingehen, aber ich will ein, zwei Punkte herausgreifen und die etwas näher darstellen. Vor allen Dingen dieses Thema, die überschießende und inflationäre Chiralgeldschöpfung. Dazu drei Zahlen. In einem Zeitraum 90er Jahre bis zuletzt 08, also als auch hier in Kontinentaleuropa die Finanzkrise offen ausbrach oder uns erreichte. Und Sie sehen, dass in diesem Zeitraum das reale Wirtschaftsprodukt um 23% gewachsen ist. Also ein geringes Wachstum war das. Ne? So, ich meine, auf den gesamten Zeitraum ist ein großes Wachstum, aber Jahr für Jahr waren das nur 1, noch was Prozent. Ne? Das nominale Bruttoinlandsprodukt, also das zu Marktpreisen, in dem die Inflation drin ist, das ist also das Wirtschaftsprodukt mit Inflation, das lag bei 51. Also hier ist eine gewisse Inflation durchaus drin, sehen Sie nicht? Apropos, wir hätten keine Inflation, natürlich haben wir Inflation, Verbraucherpreisinflation. So. Aber der irritierende Zahl hier ist das Wachstum der realen Geldmenge M1. Nicht? Das reale Geldmenge heißt die deshalb, weil die für laufende Zahlungszwecke benutzt wird, bestehend aus Bargeld und eben Chiralgeld. Nicht? Die ist um 189% gestiegen und diese Ausweitung kann man realwirtschaftlich nicht erklären. Die Realwirtschaft hat nicht so viel Geld gebraucht. Die Geldmenge musste nicht um 189% wachsen, um mit Inflation 51% Wachstum zu finanzieren. Nicht? Und das kann man also nur erklären, dass also dieses Geld in finanzwirtschaftliche Zwecke, Eigenzwecke geflossen ist. Und was sich in diesen Zahlen per se widerspiegelt, das ist eben, wie ich vorhin schon sagte, zum einen die Erzeuger- und Verbraucherpreisinflation, die mit dieser Geldschöpfung einhergeht, zum anderen aber, und das erklärt die große Differenz zwischen den 51 und den 189%, das ist diese Asset Inflation, also die Kursinflation und auch Mengeninflation von Geldvermögen und Wertpapieren in einer in diesem Bereich sehr selbstbezüglich gewordenen Finanzwirtschaft. Vermögensbesitzer finden das jedes Mal toll, wenn also ihr Eigenheim mehr wert ist oder ihre Eigentumswohnung, ist ja auch klasse, bin vermögender geworden. Und wenn die Aktien mal wieder steigen, wunderbar und so. Nicht? Die wenigsten denken, dass ab einem bestimmten Punkt das Ganze eben kein reeller Wertzuwachs mehr ist, sondern eben eine inflationäre Entwicklung de facto darstellt, eine Asset-inflationäre Entwicklung, eine Blasenbildung, die früher oder später kommt das auf den Boden der Tatsachen zurück. Nicht? Irgendwann platzt die Blase, auch wenn ihr Platzen noch so lange hinausgezögert wird. Das gilt auch für die Staatsschuldenblase. Nicht? So. Ja, zwei, drei Bilder. Dieser Zusammenhang von Geldmenge und Verbraucherpreisinflation. Es kommt immer wieder mal jemand, der das bestreitet. Aber das ist ein Jahrhundert, das Sie hier sehen. Und Sie sehen den Zusammenhang hier von Geldmenge, also Money Supply und der Verbraucherpreisinflation. Dieses Ergebnis ist sehr methodenrobust. Sie können die Geldmenge messen, wie Sie wollen, und Sie können die Inflation messen, wie Sie wollen. Es kommt immer dieselbe Art von Bild dabei heraus. Nicht? Also das ist ein sehr robuster Befund. Und dieses Bild würde ich Ihnen ans Herz legen, sich einzuprägen. Was Sie hier sehen, ist die Entwicklung in Bezug auf die Vereinigten Staaten, gilt aber in Europa genauso, die Entwicklung der Finanzaktiva, also das sind die besagten Geldvermögen und Wertpapiere und so weiter. Nicht? Und Sie sehen, dass das bis so um 1980 herum sich seitwärts bewegte in einem Bereich um 450% des Bruttoinlandsproduktes. Bis dahin übrigens war auch die Einkommensverteilung zwischen Arbeit und Kapital relativ, mit kleinen Fluktuationen, aber relativ grosso modo stabil. Nicht? So. Und dann plötzlich passiert etwas hier. Diese Finanzaktiva fangen einen sagenhaften Take-off an. Die explodieren geradezu auf über 1000% des Bruttoinlandsproduktes. Nicht?
Und das ist wieder, das ist wirklich sich einzuprägen. Hier wurde also ständig im Übermaß Chiralgeld geschöpft für Leverage, also für die kreditäre Aufhebelung von reinen Finanzanlagen, nicht? Und das Geld dafür, wo kommt das her? Das kommt aus der Chiralgeldschöpfung. So, das ist der springende Punkt. Und in diesem Bild ist eigentlich diese ganze Entwicklung schon zusammengefasst. Sehen wir die Gegenseite, die Schulden, nicht? Also das waren jetzt die Vermögen, hier sehen Sie die Schulden, die dafür eingegangen werden mussten. Und Sie sehen eindeutig, und im roten Feld bezieht sich wieder auf die Vereinigten Staaten, dass in diesem Zeitraum es vor allen Dingen die Geld- und Finanzinstitute waren, die sich überproportional verschuldet haben. Warum? Eben zwecks Leverage, zwecks kreditärer Aufhebelung von spekulativen Finanzmarktanlagen. Nicht? Leverage, Leverage. Jetzt haben wir zu viel, jetzt haben wir Krise, jetzt muss deleveraged werden. Und das kann sich noch sehr lange hinziehen. Nicht? Da sehen Sie also den Zusammenhang. Bereits angedeutet hatte ich in einem vergleichbaren Horizont, der fulminante Anstieg der Staatsverschuldung hat viele Gründe, auch immanente politisch-institutionelle Gründe, demokratie-immanente Parlamentarismus, immanente Gründe, kann ich hier nicht darüber sprechen. Jedenfalls geldtechnisch sieht das so aus, diese fortgesetzte Haushaltsdefizite bedeuten natürlich eine fortgesetzte Mehrverschuldung der öffentlichen Haushalte. Wo kommt das Geld her? Den zieht nämlich eine komische Talkshow, da war irgendeiner von der Regierung, der sagte ganz treuherzig, ja, das sind Sie und ich, unser Gespartes, das hat die Regierung, ne? Das ist ja albern, das ist ja also auch so, das Geld kommt aus der Chiralgeldschöpfung, nicht wahr? Es ist in jedem Land ein bisschen anders organisiert. In Deutschland gibt es ein Konsortium von so und so viel 30 Banken, die also im Zusammenspiel mit der Bundesbank und dem Finanzministerium diese neuen Staatsanleihen übernehmen und platzieren an der Börse, und etwa die Hälfte dieser Papiere verbleiben im Besitz der Banken, apropos, als Kollateral, nicht? Und die andere Hälfte wird am offenen Markt weiterverkauft und geht zu einem weiteren guten Drittel an institutionelle Anleger, an Fonds, an Versicherungen, und in Deutschland nur etwa 9-11% werden auch von Privatpersonen wie Ihnen oder mir zum geringen Teil an Staatsanleihen gehalten. Und das ist überhaupt, der gehört zum generellen Hintergrund dieses ganzen Aufbaus, dieses überschießenden Aufbaus von Geldvermögen und Schulden, im Hintergrund immer die immense Mehrverschuldung des Staates. Dieses Geld geht dann natürlich erstmal in einen realwirtschaftlichen Nutzung, konsumtiv, investiv, aber auf dem Wege der Abzweigung, Ersparnisbildung und so weiter, landet das dann wieder in irgendwelchen Geldvermögens- und Wertpapiervermögensbildungen, die ständig fortlaufend auch wiederum verzinst werden wollen. Und wenn der Prozess nicht unterbrochen wird, durch Krisen oder durch etwas anderes, ja, dann ergibt sich daraus eine immer exponentiellere Spirale, nicht? Stichwort Zinseszinseffekt, nicht? Der kann nur gebrochen werden, indem immer wieder mal was Schlimmes passiert, die Vermögen dezimiert werden, das System sozusagen, wie Herr Müller sagt, auf Reset gestellt wird, oder fängt das ganze Theater wieder von vorne an, nicht? So. Hier sehen Sie dasselbe nochmal an der realen Geldmenge M1. Es ist immer dasselbe Bild, das Sie sehen in Bezug auf die verschiedenen Größen. Das ist Großbritannien, die größte Geldaggregat M4. Es ergibt sich immer wieder dasselbe Bild. Nun, das hat, anderes Thema, mit der Zeit sehr problematische Auswirkungen auf die Einkommens- und Vermögensverteilung in der Gesellschaft. Aus dem einfachen Grund, alles, was zu zahlen ist, Arbeitseinkommen, Kapitaleinkünfte, Steuern und Abgaben an den Staat, alles das muss aus dem laufend erwirtschafteten Produkt bezahlt werden oder aber natürlich aus neuer Geldschöpfung und noch mehr Schulden. So, ne? Von daher muss das Geld kommen. So. Und wenn es nun so ist, dass also bei einem überproportional steigenden Anteil von Geldvermögen, die alle verzinst werden wollen und fortlaufend Jahr für Jahr mit Zins und Zinseszins und so weiter, dann folgt daraus notwendigerweise,
auch bei noch mehr Kreditaufnahme und auch bei vielleicht geringerem Zinsniveau, trotzdem, dass in der Summe, unterm Strich, ein immer größerer Anteil des laufenden Wirtschaftsproduktes muss aufgewendet werden für Kapitalverzinsung, also für Kapitaleinkünfte. Und da also Arbeitseinkommen und Kapitaleinkünfte sind zusammen 100%. Und wenn also der Anteil der Kapitaleinkünfte aufgrund dieser Massenmengenentwicklung immer wächst, dann geht der Anteil der Arbeitseinkommen notwendigerweise zurück. Das sehen Sie hier de facto schon beginnend um 80, wo eben auch diese fulminante Finanzaktiva-Kurve ihren Take-off genommen hat. Seit dieser Zeit sind also die Löhne, die Arbeitseinkommen, auch für Selbstständige, tendieren seitwärts oder sie sind in den unteren Schichten real sinkend, nicht? Während eben die Kapitaleinkünfte stark zugenommen haben. Sie brauchen vor Ihrem inneren Auge nur das Bild umzudrehen. Hier rechts unten, nicht? Die Nettogewinnquote steigt, hier ist dasselbe Bild. So, in der Einkommensverteilung in der Gesellschaft hat das eben zur Folge, was Sie hier sehen, hier noch in einem relativ sanften Beginn, aber in Wirklichkeit ist er nicht so sanft. Und wir leben also de facto seit, kann man sagen, 20 Jahren. In den 90er Jahren haben wir das noch nicht so richtig erkannt, erst in den zurückliegenden Jahrzehnten. Wir leben wieder einmal in einer Zeit, in der gilt, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Es war vorher nicht so. Von 1930, also seit der großen Wirtschaftsdepression, bis zu ungefähr 1970, 1980, war das nicht so. Aber seither ist es wieder so geworden. Und nach meiner Analyse ist die Hauptursache die ungebremste, von niemandem kontrollierte Ausweitung der Giralgeldmenge, die überschießenden, dadurch überschießenden Finanzmärkte, die überschießenden Finanzaktiva, ihre Verzinsung, aber auch die damit verbundene Überschuldung, die irgendwann mal eben auf den Boden der Tatsachen zusammenbrechen muss. Nicht? Ein kurzer historischer Ausflug. Ich glaube, festgestellt zu haben, dass historisch gesehen also wann immer die Banken oder einige Banken die Möglichkeit zur individuellen oder privaten Geldschöpfung bekommen haben in den zurückliegenden 300 Jahren, haben sie eigentlich immer dasselbe fabriziert, nämlich eine tendenziell überschießende Geldschöpfung betrieben. Zum ersten Mal wurde das massiv erkennbar um 1800 im britischen Bereich, im britischen Imperium. Und damals wurden die Münzen als hauptsächliches Zahlungsmittel überlagert und ersetzt durch private Banknoten. Und das war ein prima Geschäft für die Banken und es ergab sich ziemlich schnell im Verlauf von 10, 20, 30, 40 Jahren, dass viel zu viele private Banknoten zirkulierten. Es gab selbe Krisenphänomene, gleiche Krisenphänomene wie heute, nur in weniger gigantischem Ausmaß, also Inflationsphänomen, Bankenkrisen, Bankenzusammenbrüche, Vermögensverluste, Börsenkrach und so weiter und so fort. Ne? Das führte in den 1840er Jahren zu einer Kontroverse, die auch heute noch für uns grundlegend und wegweisend ist, nämlich die Kontroverse zwischen der Currency School, die eintritt für eine staatlich kontrollierte Banknotenemission, und die sogenannte Banking School, die also sagt, der Markt wird es schon richten, lass mal die Banken machen. Der Staat versteht nichts von Wirtschaft, die Banken wissen, wie das geht, lass die mal machen. So. Also man hat den Banken damals nicht geglaubt, zu Recht nicht, und die Kontroverse wurde entschieden zugunsten der Currency Schule, durch die sogenannte Peel's Bank Charter Act von 1844. Das wurde zum Modell für ganz Europa und für die ganze Welt. Und man hat also dann praktisch bis um 1900 herum die Privatbanknoten in allen diesen Ländern Europas und Amerika ausgeschleust zugunsten von Zentralbanknoten. Also es entstand das Banknotenmonopol der Zentralbanken, so wie wir das heute noch haben. Damit wäre eigentlich, sollte man denken, eine Geldmengenkontrolle vorhanden gewesen, aber leider
wurde die von vornherein unterlaufen, weil auch damals der Anteil des Chiralgeldes an der gesamten Geldmenge hoch war. Schon damals, also Mitte des 19. Jahrhunderts, ein Fünftel bis, wo hier das Bild anfängt, schon über ein Drittel der Geldmenge, war damals bereits Chiralgeld, das sich einer direkten Kontrolle der Zentralbank mehr oder weniger entzog, noch nicht so stark wie heute, aber doch relativ. Und Sie sehen, wie im Verlauf des Jahrhunderts nun dieses Verhältnis zwischen Bargeld und Chiralgeld sich immer weiter in Richtung Chiralgeld verschoben hat. Nicht? Und heute sind wir eben da angelangt, dass das eben niemand mehr unter Kontrolle hat. Zu allem Überfluss kommt hinzu große staatsrechtliche Fehlleistungen im Gesetzgebungsprozess der letzten 15 Jahre, dass also doch tatsächlich die Regierungen selbst, gerade in Europa, sich selbst untersagt haben, an der Geldschöpfung beteiligt zu sein oder direkt von den Zentralbanken in Form, also dass die, es ist verboten worden, dass die Zentralbanken direkt zur Finanzierung der Staatshaushalte beitragen dürfen. Also sollen sowieso nicht alles finanzieren, aber sie dürfen nicht mal dazu beitragen, sondern das ist hier festgeschrieben seit eigentlich Maastricht, Artikel 104. Die Zentralbank ist heute nur noch Bank der Banken, ist nicht mehr Bank des Staates. Nicht? Und sie ist heute eben auch nicht, um in diesem Sprachgebrauch zu bleiben, issuer, also Money Issuer of First Instance, also die erste Geldquelle, sondern sie ist nur noch fraktional the Reserve Lender of Last Resort. Wenn es also brennt bei den Banken, wenn die Banken sich salopp gesagt vergaloppiert haben und mal wieder dringend irgendwie einen Rettungsschirm brauchen oder eine starke Refinanzierung brauchen, so, nicht wahr? Dann gehen sie also zur Zentralbank, die spielt dann Feuerwehr für die Banken. Und der Staat selbst hat sich auf diese Weise sehr einseitig von den Banken und von den Finanzmärkten abhängig gemacht. Und das ist verfassungsrechtlich betrachtet, im Sinne einer Staatsrechtslehre, an und für sich eine Fehlkonstruktion erster Güte, die als solche schon korrigiert werden müsste, selbst dann, wenn nicht diese kolossalen Fehlfunktionen für Finanz- und Realwirtschaft damit verbunden wären, von denen ich gesprochen habe. Und ich komme hier zurück, zeige Ihnen zum Abschluss dieses Schaubild. Die Einsicht, der man sich heute mehr oder weniger verschließt, ist die, dass eben die Finanzwirtschaft im Kern auf ihrer Geldordnung beruht. Nicht? So wie auch die Realwirtschaft durch die Finanzwirtschaft, durch die Finanzen konditioniert und kontrolliert wird. Und wenn man also das System in den Griff kriegen will, dann reicht das nicht mit Finanztransaktionssteuer und mehr Eigenkapital für Banken. Kann man alles machen. Wird im Endergebnis nicht viel bringen, solange nicht der Sache auf den Grund, an die Wurzel gegangen wird. Und das ist die Geldordnung. Das nötig ist, man muss die Kontrolle über die Geldschöpfung wieder erlangen. So, das war der zweite Teil. Gibt es dazu kurze und knappe Verständnisfragen? Welchen Einfluss hat die Entwicklung der Schere, die auseinandergeht bei den Einkommen, auf die Gesamtkaufkraft? Und welchen Einfluss die Entwicklung der Gesamtkaufkraft auf das Bruttoinlandsprodukt? Ja, also das lässt sich einfach beantworten. Das hat natürlich, wenn die Entwicklung, die sich jetzt andeutet, wenn die so weiter ginge, hätte das wahrscheinlich im Verlauf der nächsten 10, 15 Jahre eine dann doch sinkende Massenkaufkraft zur Folge. Das ist im Moment in der Weise noch nicht eingetreten, weil die Massenkaufkraft sich seitwärts bewegt, real. Aber die würde irgendwann mal anfangen abzuschmieren. Ja, und dann schmiert alles ab. Nicht wahr? Dann würden wir eigentlich so etwas wie eine Apartheidsökonomie bekommen, wo es eben sehr wenige, sehr Reiche gibt und die Mittelschicht käme unter Druck. Nicht? Deswegen muss das korrigiert werden. Sie sagen, der Staat hat sich sozusagen den Rest seiner Geldschöpfungsfähigkeit nehmen lassen. Der Staat
können sich nur Personen, die etwas entscheiden können und aber nicht entscheiden können, können sich vielleicht eher was dazu sagen? Ja, naja, also der Staat ist sicherlich kein monolithisches System. Es ist ja genau genommen so, das soll auch so sein, dass die Zentralbank ist ja in den meisten Ländern Europas heute eine vollstaatliche Einrichtung, nicht? Eine oberste Geld- und Währungsbehörde schon geworden, der Form nach immer noch eine Bank und selbst wenn es eine Aktiengesellschaft ist, überwiegend 100% in Staatsbesitz, nicht? Und also staatliche Geldschöpfung, genauer gesagt, müsste man sagen, Geldschöpfung durch das Parlament oder durch die Regierung, sprich durch den Finanzminister. Das ist ein großes Thema in den Vereinigten Staaten, wo die Verfassung das vorsieht. Also das Grundrecht der Geldschöpfung in der amerikanischen Verfassung steht dem Parlament zu. Das Parlament hat das also per Vertrag an die Federal Reserve übertragen, nicht? Also das sind die Alternativen. Im Übrigen gibt es natürlich noch die Geldschöpfung durch die Banken und übrigens heute in zunehmendem Maße auch Geldschöpfung durch die Bevölkerung, durch die Bürger in Form von Regionalgeld, Komplementärwährungen, Verrechnungssystemen auf privater Basis gibt es auch innerhalb der Wirtschaft in gewissen Zirkeln. Also es sind, man muss sagen, die Regierung und Parlament haben sich ihre Prärogative, die Geldhoheit, das Geldregal, wie man das nennt, freiwillig abgegeben bei den privaten Banken und haben die Zentralbank in die Rolle einer Bank der Banken gegeben. Also dieser Artikel 123.1 Lissabon-Vertrag ist eigentlich ein Bankenermächtigungsgesetz, wenn Sie so wollen. Das ist so ähnlich, als würde, wie soll man sagen, als würde die Regierung ihr Gewaltmonopol an irgendwelche privaten Kriegsherren auslagern, nicht? Also, so. Nochmal zu der Frage, die Sie gerade behandelt haben, also dann ist der Lissabon-Vertrag. Ja. Ich springe das ja wirklich dem Rechtsanwalt, ich springe das eigentlich an, das ist verfassungsrechtlich. Ein, ja. Meiner persönlichen Auffassung, aber das reicht ja nicht. Gibt es in dieser Richtung irgendwelche wissenschaftliche, rechtsprechungsartige Überlegungen, die das einbeziehen? Das hat zwar diesen Verträge sind ja angebrochen worden zum Teil, ja. Aber mit dem Punkt, ja. Da hapert es meines Erachtens noch, oder wissen Sie es da bessere Initiativen? Nein, leider nicht. Es ist so, wie Sie sagen, also es gab in Deutschland und auch in dem einen oder anderen Land, europäischen Land, gab es Einzelpersonen oder kleine Gruppen von einzelnen Persönlichkeiten, die öffentlich dieser Gesetzgebung widersprochen haben, nicht? Also in Deutschland war das unter anderem Professor Hankel und andere, die mir im Moment nicht in den Sinn kommen. Aber das hat die Fachwelt im Weiteren, die Politik und die Öffentlichkeit nicht in ihre Überlegungen wirklich einbezogen. Und es herrscht auch nicht die Sicht vor, die ich eben vorgetragen habe, dass das eine staatsrechtliche Fehlleistung ist. Man hat das, so wenig man die Realität des Giralgeldsystems in vollem Umfang überwiegend erfasst hat, so wenig hat man erfasst, dass eigentlich dieser Artikel 123.1 Lissabon-Vertrag, dass das ein Artikel ist, mit dem Parlament und Regierung so ihr Geldregal bei den Privatbanken abgegeben haben, nicht? Und die Banken ermächtigt haben eigentlich, ja, Ermächtigungsgesetz. Nicht? Also Sie sprechen ja hier bei dem Iran. Ja. Und das bedeutet unter Umständen eine politische Aufgabe. Ja. Und denke ich mal, ich gehöre auch zu dem. Ja. Einmal würde ich gerne wissen, für diese explosionsartige Entwicklung seit den Jahren der Geldmengen, kann man die irgendwie festmachen an bestimmten Gesetzen, Vorhaben, an bestimmten Gesetzesvorhaben, die in dieser Zeit erlassen worden sind? Also gibt
Gibt es dafür einen Grund, dass das nicht schon früher eingesetzt hat? Ja, das... Die zweite Frage vielleicht noch hinterher, die ist vielleicht ein bisschen naive Frage, aber ich stelle sie einfach mal, weil es mir noch nicht ganz klar ist. Warum spielt die Geldmenge überhaupt eine Rolle? Also wenn ich einmal davon absehe, vom Finanzmarkt, der sich von der Realwirtschaft abgekoppelt hat, dann wäre doch die Geldmenge sozusagen die Summe aller Preise, vielleicht noch inklusive der Sparguthaben und des Kreditbedarfs, oder kann man das so sagen? Wenn die Geldmenge steigt, dann müssen sozusagen die Preise ja mitsteigen. Wenn die Geldmenge sinkt, müssen die Preise... Ceteris paribus, ja, nur unter sonst gleichbleibenden Bedingungen. Also die Summe aller Preise oder der Durchschnittspreis aller Transaktionen entspricht nicht der Geldmenge, sondern der Geldmenge multipliziert mit der Zirkulationsgeschwindigkeit bzw. der Umschlaghäufigkeit des Geldes. Und so einfach ist der Zusammenhang nicht. Also das ist ja das, was für viele Leute so schwierig zu verstehen ist, dass auf einer relativ geringen Geldbasis ein Mehrfaches sowohl an Geld erzeugt werden kann, als auch aus diesem mehrfach erzeugten Chiralgeld, das ja selbst wiederum zirkuliert als Zahlungsmittel im Publikum, aufgrund dessen wiederum Sekundärvermögen und Schulden erzeugt werden. Das ist durchaus nicht einfach zu verstehen, nicht? Und es ist einfach so, bei einer, sagen wir mal, bei einem gegebenen Wirtschaftswachstum, wenn also nun die Geldbasis überproportional dazu oder stark überproportional dazu ansteigt, dann führt das schon im Sinne der Quantitätstheorie der Preise zu irgendeiner Art von Inflation, eben Verbraucherpreis oder eben Asset- und Assetpreisinflation. Der Zusammenhang scheint mir sehr einleuchtend. Also gesetzliche, einschneidende Vorgänge wüsste ich eigentlich keine zu sagen, sondern es hat gegeben, eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkriegs bis zuletzt, eigentlich bis zum Jahr um 2000 herum, bis zum Weltwirtschaftsgipfel von Seattle, eine zunehmende Deregulierung der Geld- und Finanzwirtschaft. Wir hatten zum Beispiel selbst in Ländern wie Großbritannien noch bis weit in die 60er Jahre hinein sehr planwirtschaftliche Vorgaben für die Kreditwirtschaft. Es gab eine ganz direkte planwirtschaftliche Vorgabe von der Finanzaufsicht, die und die Banken, ihr dürft euer Kreditvolumen um nicht mehr als so und so viel Prozent ausweiten. Ende der Durchsage. Eine sehr harte Vorgabe. Das hat man dann aufgegeben, nicht? Also das ist ein Beispiel. Und derartige Bewirtschaftungsvorgaben wurden im Verlauf der 50er bis 70er Jahre immer mehr fallen gelassen. Man hat auch in Amerika in diesem Zeitraum das sogenannte Trennbankensystem, das eine Trennung von Kreditbanken und Investmentbanken vorgeschrieben hatte seit der großen Wirtschaftskrise der 30er Jahre. Das hat man sukzessive auch aufgewässert und unter Clinton in den 90er Jahren ganz aufgehoben. In den 80er Jahren ist der starke Gegenspieler der kapitalistischen Welt in Form des kommunistischen Ostblocks implodiert. Und wir haben vielleicht nicht zufällig seit dieser Zeit nochmal einen fulminanten Globalisierungsschub. Und diesen Take-off in der Welthandelsorganisation vor dem Hintergrund abnehmender Beschränkungen im Geld- und Kapitalverkehr. Was ich schon sagte, die Informations- und Kommunikationstechnische Revolution ist massiv wirksam werden seit den 80er Jahren und damit auch der sofortige Geld- und Kapitalverkehr rund um die Erde, rund um den Globus, rund um die Uhr, auf Knopfdruck. Ich denke, dass das alles Faktoren sind, die hier verstärkend diese Spirale befördert haben. Okay, wir haben noch eine letzte Frage, Sage, die ist ganz wichtig. Ja, ich würde gerne was fragen in Bezug auf den Zinseszinseffekt, den Sie auch kurz angesprochen hatten. Ist es nicht auch ein bisschen so, dass in einem System, in dem eben dieser Zinseszinseffekt vorhanden ist, letztendlich man sich ja dann auch fragen muss, wie kriegen wir die Geldmenge gesteigert? Weil auf der Zeitachse gedacht, pro Zeiteinheit mehr ist ja auch noch mehr Geld dann notwendig. Sonst hätten wir wahrscheinlich dann auch deflationäre Entwicklung. Das heißt, ist es dann nicht so, dass man vielleicht so aus einer
aus einer Unwissenheit heraus, wie man vielleicht dann sonst diese notwendigerweise steigenden Geldmengen organisiert, dann vielleicht auch zur Giralgeldschöpfe gekommen ist und dann natürlich nicht gesehen hat, welche Folgeprobleme man sich damit einkauft. Dann. Und beides bedingt sich dann ja auch wieder gegenseitig. Also ich sehe das, was Sie da nennen, als einen wichtigen Faktor, der zu der Gesamtentwicklung beiträgt. Ich persönlich bin zurückhaltend, also zögerlich, das als den Hauptfaktor zu betrachten, weil solange eine Wirtschaft wächst, das eben durch das Wachstum selbst und das dadurch induzierte Geld- und Geldmengen- und Einkommenswachstum wird das ein wenig kompensiert, nicht? Aber im Prinzip denke ich, dass das schon in der Sache ist das zutreffend, was Sie sagen. Es käme genauer darauf an, die Proportionen zu ermitteln, zu denen das ein wichtiger und sich steigernder Beitrag darstellt. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Gut, die Frage ist sehr wichtig. Also gut, dann die letzte kurze Zwischenfrage. Noch eine Frage, und zwar bei den Faktoren, die dieses seit den 80ern dieses Hochspringen dort bewirkt haben, spielt nicht neben der Deregulierung auch sehr stark eine Rolle diese starke Veränderung der Besteuerungssysteme. Das heißt also, dass viel weniger nach Leistungsfähigkeit besteuert wurde, dass die Einkommenssteuersätze, die Maximalsteuersätze, die ja beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise im Bereich von 90%, 95% lagen, gesenkt wurden auf Werte 30, 40, Deutschland 42%, die Kapitaleinkünfte abgekoppelt wurden auf 25% Abgeltungssteuer und so weiter. Die haben ja richtig nochmal zusammen mit diesem Schöpfungssystem und der Deregulierung wie so ein Strohfeuer, das ihn anheizt. Ja? Ja, ist damit schon noch ein Blick. Ja, da hat er recht. Kommen wir jetzt gleich rein. Okay. Ja, zum dritten Teil. Also eine Reform dieser Geldordnung unter dem Stichwort Vollgeld und Monetative. Monetative übrigens ist auch der Name einer Organisation, eines Netzwerks, einer Vereinigung, die wir mit Freunden zusammen schon vor 3-4 Jahren gegründet haben und die sich nun weiterentwickelt, die sich also die Analyse und Reform der Geldordnung zum Gegenstand gemacht hat. Und wie ich Ende des zweiten Beitrages schon sagte, um das System in den Griff zu kriegen, muss man die Geldmenge in den Griff bekommen. Und das soll geschehen durch einen Übergang des heutigen Giralgeldes zum sogenannten Vollgeld. Was heißt Vollgeld als Bezeichnung? Das ist die Kurzform für vollgültiges, vollwertiges gesetzliches Zahlungsmittel. Also Münzen und Banknoten haben heute bereits diesen Status, das Geld von der Zentralbank. Die Urquelle, nicht? Münzen kommen eigentlich vom Finanzminister, aber lassen wir das. Also Münzen, Banknoten sind bereits Vollgeld. Zentralbankreserven der Banken bei der Zentralbank sind Vollgeld, aber Giralgeld ist es nicht. Das ist eigentlich eine verrückte Situation, weil gehen Sie mal zum Finanzamt mit Bargeld, da werden Sie Ihr Geld nicht los. Das Finanzamt ebenso wie die Gerichte verlangt Bezahlung in Giralgeld. Ja? Für einen der wichtigsten Theoretiker der staatlichen Theorie des Geldes, knapp vor 100 Jahren, war das sozusagen die Lackmusprobe, was für ein Geld gilt. So, nach dem zufolge gilt heute Giralgeld. Wir haben ein Giralgeldsystem. So, nicht mal quod erat demonstrandum. Es ist also schon verrückt, dass also die wichtige staatliche Stellen in Gestalt des Finanzamtes und der Gerichte sich nicht mit staatlichem Geld bezahlen lassen und verlangen, mit Bankengeld bezahlt zu werden. Das ist eine interessante Feststellung. So, ja. Vollgeld würde also an die Stelle von Giralgeld treten und dieses Vollgeld wäre kein Bargeldersatz mehr, keine bloßen Kundenforderungen auf Geld, genauer gesagt Forderungen auf Zentralbankgeld, sondern Vollgeld, gerade in seiner unbaren Form als Guthaben auf einem Konto, ist an und für sich dieses Geld, um das es geht. Eine Vollgeldreform besteht aus drei Komponenten. Erstens wird die staatliche Währungs- und Geldhoheit uneingeschränkt wiederhergestellt. Das heißt also, das Geldregal als hoheitliche Prärogative von Verfassungsrang wird wiederhergestellt. Also Geldregal, das bedeutet eben,
das Vorrecht, die Währung in einem Hoheitsgebiet zu bestimmen und das, die Zahlungsmittel in dieser Währung in Umlauf zu geben. Nicht? So ganz früher durch die Prägung der Münzen, später durch die Banknoten, so heute durch unbares Geld. Zweitens, die Chiralgeldschöpfung der Banken wird beendet. Das ergibt sich aus dem ersten. Nicht? Also, und als dritte Komponente, das von der Zentralbank, der unabhängigen staatlichen Zentralbank, jeweils neu geschöpfte Geld wird im Regelfall zins- und tilgungsfrei durch öffentliche Ausgaben in den langfristigen Umlauf gebracht. Das ist also eine starke Veränderung zum Status quo. Heute darf das gar nicht sein. Man muss dazu also erst den Artikel 123.1 Lissabon-Vertrag ändern. Rein pragmatisch betrachtet muss das nicht nur über staatliche Ausgaben in Umlauf kommen. Also wenn die Situation so ist und ein kurz- oder mittelfristig eine Ausnahmesituation bestehen sollte, dann kann man natürlich auch neues Geld in herkömmlicher Weise durch verzinslichen Zentralbankkredit an Banken, aber vielleicht auch an öffentliche Körperschaften, eben auch in Umlauf bringen. Nicht? Also das soll man nicht dogmatisch ausschließen, aber in der Regel sollte neues Geld durch öffentliche Ausgaben zins- und tilgungsfrei, also schuldfrei, in Umlauf kommen. Also da diese Gesetze, auch andere Gesetze, müssen also entsprechend geändert werden. Die erstgenannten beziehen sich alle auf die Erweiterung des Banknotenmonopols dahingehend, dass es ein generelles Monopol auf gesetzliche Zahlungsmittel gibt, die also außer Münzen und Banknoten dann auch umfassen sollen, alles unbare Geld zum Umlauf auf Geldkonten und mobilen Geld speichern. Nicht? So. Das mit der Prärogative habe ich eigentlich schon zur Genüge ausgeführt, das brauche ich an der Stelle, glaube ich, nicht nochmal zu sagen. Wichtig ist uns Folgendes. Die Vertreter der vorherrschenden Geldlehre und Geldtheorie, auch bei der Deutschen Bundesbank, sagen, wenn dieses Thema zur Diskussion kommt, staatliche Geldschöpfung, das darf nicht sein, also davon abgesehen, dass die sowieso immer zu viel Geld schöpfen und es Inflation gibt, nicht? Die Zentralbank muss unabhängig sein von Begehrlichkeiten der Regierung. Nicht? Ich denke, das ist richtig, aber man kann damit nicht begründen, dass man sozusagen nur nach Willen der Banken Geld schöpft. Das ist ein ganz anderes Thema. Nicht? Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine Zentralbank, die muss unabhängig gestellt sein. Nicht? Unabhängig gegenüber eben den Begehrlichkeiten von Parlament und Regierung, die ja immer eine Tendenz haben, mehr Geld auszugeben, als sie durch Steuern einnehmen. Nicht? Aber auch unabhängig von den Privatinteressen und den Eigeninteressen von Banken und anderen Finanzinstituten. Eine wirklich unabhängige staatliche Instanz, der die Ausübung eben dieser staatlichen Prärogative der Geld- und Währungshoheit obliegt. Das ist die Idee der Monetative. Dieser Ausdruck stammt vom Kollegen Senf und die Wortwahl ist also in Anlehnung an die Begriffe Legislative, Exekutive, Judikative, eine vierte Staatsgewalt, eben die Monetative, die die volle Kontrolle über das Geld hat und damit eben gewährleistet die wichtigste Voraussetzung für eine stabile Finanzwirtschaft, im Sinne auch wieder dieses Schaubildes, nicht? Es gibt keine stabile, gerechte Geldordnung, wenn dem nicht ein gut funktionierende Geldsystem unter Kontrolle eben zugrunde liegt. Nun, wie würde das gehen? Also wir haben jetzt gesprochen über die Wiederherstellung des Geldregals, die Ausweitung des Banknotenmonopols auch auf alle unbaren Zahlungsmittel als gesetzlichen Zahlungsmitteln. Was machen wir mit der Chiralgeldschöpfung der Banken? Sollen wir die verbieten? Wahrscheinlich ja, zur Vorsicht. Im Prinzip braucht man sie nicht verbieten, sondern die Sache wird im Prinzip auf eine geld- und buchungstechnische Weise ist die bereits gelöst
und zwar dadurch, dass ab einem bestimmten Stichtag diese Girokonten aus der Bankbilanz herausgelöst werden. Sie werden umgewidmet in Geldkonten der Kunden, also was die betreffenden Kunden jeweils als Guthaben haben, wandert damit. Die Kunden sind dann im Besitz eines Geldkontos, eines Vollgeldkontos, auf dem sich Geld befindet, unbares Geld von der Zentralbank. So wird umgewidmet, umdefiniert. Nicht? So als hätte nicht die Banken diese Mittel geschaffen, sondern von vornherein die Zentralbank. Der springende Punkt ist, dass diese Geldkonten aus der Bankbilanz ausgegliedert sind. Nicht? Und damit nicht mehr bilanzwirksam werden, weder als Aktivum noch als Verbindlichkeit. Nicht? Das kann man technisch wenigstens auf zwei Arten machen. Einmal in Form individueller Geldkonten. Sie können auch Ihre Kontonummer behalten. Man kann es aber auch machen, was unsere englischen Freunde bevorzugen, dass sie sagen, wir trauen den Banken nicht. Wer weiß, was die sich wieder ausdenken. Und wir wollen, dass dieses Geld bei der Zentralbank unter Kontrolle ist. Und deswegen soll das gesamte Konto Korrent, also das Sammel-Girokonten aller Kunden bei der Bank, das soll kollektiv sozusagen als Kundenzahlungsmittelkonto bei der Zentralbank eingerichtet werden. Also eine Bank hätte also wie heute ein Betriebskonto bei der Zentralbank, das ist die Bankleitzahl, das ist das Konto, nicht? Und getrennt davon einen Zahlungsmittelfonds für ihre Kunden, wo eben diese ganzen, das Vollgeld praktisch hin und her fließt. So, nicht? Es ist beides möglich. Der springende und wichtige Punkt ist, egal ob individuell oder kollektiv, ob unter Obhut der Banken oder unter Obhut der Zentralbank, ist es wichtig, dass diese Geldkonten außerhalb der Bankbilanzen geführt werden. Nicht? So, und damit die Bilanzen trotzdem stimmig bleiben, gehört zu dieser Umstellung, dass ab dem Tag der Umstellung die bisherigen täglich fälligen Verbindlichkeiten, so heißen die Giroguthaben im Bilanzendeutsch, nicht? Die täglich fälligen Verbindlichkeiten der Kunden, der Banken gegenüber den Kunden, die werden umgewidmet in eine zu tilgende Schuld der Banken gegenüber der Zentralbank. Und dieses Geld wird vorrangig rückgeführt, in dem Maße die Kunden aus alten Krediten also tilgen. Das ist ja dann in Vollgeld, die Tilgung, nicht? Das bleibt nicht bei der Bank, sondern es wird an die Zentralbank zurückgeführt, so als hätte von Beginn an die Zentralbank dieses Geld geschöpft. Aber damit die Geldmenge nicht schrumpft, wird die Zentralbank im Gegenzug sofort neues Geld als Vollgeld in Umlauf bringen, nach Möglichkeit eben über öffentliche Ausgaben. Das hat bedeutende Folgen für die öffentlichen Haushalte, über die ich im nächsten Teil sprechen werde. So, die bisherigen Verrechnungs- und Zahlungssysteme können mit gewissen Modifikationen beibehalten werden. Und der Unterschied ist nun folgender. Wenn Sie im Unterschied zu dem Schaubild, das ich vorhin gezeigt habe, mit dem gesplitteten Geldkreislauf mit Reserven und also Interbankenkreislauf und Chiralgeldkreislauf, in einem Vollgeldsystem, wenn da Geld fließt, dann fließt es wirklich. Also wenn Kunden an andere Kunden Geld überweisen, dann fließt dieses Geld. Die Zahlung muss ausgeführt werden. Nicht? Von meinem Geldkonto an Ihr Geldkonto wird die Geld überwiesen, Vollgeld überwiesen. Das wird nicht durch eine Bank vermittelt oder wie auch immer, sondern ich habe Vollgeld auf dem Konto und Sie kriegen Vollgeld auf Ihr Geldkonto. Und das ist nicht irgendwas, was verrechnet ist und wo ich dann irgendeine Forderung gegen irgendwen habe. Ich habe das Geld, beziehungsweise Sie kriegen es. Von Konto zu Konto, so ohne Verrechnung oder irgendetwas. Ne? Und in gleicher Weise, wenn ich also bei einer Bank, ich möchte was sparen oder ich habe was übrig und möchte das monatsweise als Termindeposit hinterlegen. Heute ist das auch nur eine passivseitige Umbuchung bei der Bank. Nicht? Also das ist praktisch Spargelder, sind heute stillgelegte Chiralgelder. In einem Vollgeldsystem nicht mehr. Sondern da geschieht Folgendes, wenn ich spare bei der Bank, geschieht das, was die meisten Leute denken, dass heute der Fall wäre, was aber nicht der Fall ist. Ich gebe wirklich mein Geld der Bank. Es wird überwiesen von meinem Geldkonto auf das Betriebskonto der Bank. Und dann hat die Bank das Geld und ich habe ein Sparguthaben, eine Gutschrift. Ich kann über das Geld nicht verfügen.
Die Bank hat das Geld und sie kann und soll es benutzen, um damit Darlehen an andere Bankkunden oder andere Geschäfte zu finanzieren. Und genauso umgekehrt, wenn ich von meiner Bank etwas ausbezahlt bekomme, dann kriege ich nicht einfach nur eine Gutschrift und ein Versprechen auf Zentralbankgeld, sondern ich kriege dieses Geld. Und zwar als Überweisung vom Betriebskonto der Bank bei der Zentralbank auf mein Geldkonto. So, nicht? Das ist der springende Punkt. Von daher ist eine Multiplizierung des Geldes nicht mehr möglich. Nicht? Sondern es gibt eine Geldmenge, es gibt nicht mehr zwei getrennte, sondern eine integrierte Geldmenge und das Geld fließt von überall nach überall, bei Banken und bei Nichtbanken für alle Zwecke, für die Geld eben fließen kann. Das bedeutet auch, dass wenn Banken also Darlehen vergeben oder andere Aktivitäten finanzieren, müssen sie dieses Geld haben. Nicht? Also sie können nicht nachträglich refinanzieren, sie können nicht sozusagen Geld ausstellen in Form von Chiralgeld und am Ende der Rechnung sagen, ach, hoppla, jetzt fehlt uns Geld, jetzt gucken wir mal, wo wir es herkriegen. Sondern das Geld muss da sein, 100% finanziert, das bedeutet das eben auch. Nicht? Und woher bekommen die Banken das Geld? Sie bekommen es wie bisher am Geldmarkt, einschließlich eben auch von ihren Kunden. Unsere Einlagen werden für die Banken dann wirklich wichtig, wahrscheinlich auch höher zu verzinsen. Und oder auch von anderen Banken, je nachdem. Nicht? So. Ansonsten ist dazu zu sagen, eine solche Reform unterbindet die Chiralgeldschöpfung und führt zu einer vollständigen Kontrolle der Geldmenge durch die Zentralbank. Aber eine solche Reform ist keine Währungsreform. Ja? Ein Euro bleibt ein Euro. So. Und es ist kein Kapitalschnitt involviert. Ja? Das heißt, alle Guthaben und Schulden, alle Forderungen und Verbindlichkeiten bleiben erhalten. Das wird nicht angetastet, ne? Sondern es wird nur unterbunden, die Chiralgeldschöpfung der Banken. Und auch der Zahlungsverkehr kann wie gewohnt weiterlaufen. Das muss ich jetzt überspringen, wegen der Kürze der Zeit. Und ich komme hier zu einer Liste der Vorteile, die eine solche Vollgeldreform und die Etablierung der staatlichen Zentralbanken als unabhängige monetative Vorteile, die das zur Folge hätte, nämlich erstens, das Geld, auch das unbare Geld auf unseren Geldkonten, das könnte nicht mehr verschwinden. Das wäre positiv vorhanden. Es kann den Besitzer wechseln, aber es kann nicht verschwinden. Im Unterschied zu heutigen Chiralgeldgutschriften. Wenn eine Bank pleite macht, ist dieses Geld bedroht. Deswegen muss es von der Regierung garantiert werden. Aber wenn der ganze Bankensektor pleite macht, an diesem Versuch sind wir bisher haarscharf vorbeigeschraubt, noch. Ja, die Sache ist aber noch nicht vorbei. Ich glaube nicht, dass das dann funktionieren würde. Da gäbe es nichts mehr zu garantieren. Nicht? So. Also dieses Geld, Chiralgeld kann verschwinden, Vollgeld kann nicht verschwinden. Vor allen Dingen, in einem Vollgeldsystem funktioniert der Zahlungsverkehr unabhängig von den Geschäften der Banken. Sowohl die Kreditgeschäfte als auch die Investmentgeschäfte. Die Banken können weiterhin tätig sein als Zahlungsdienstleister, wie man das inzwischen nennt, aufgrund einer europäischen Gesetzgebung, nicht, über Zahlungsdienstleistungen. Die Banken können Zahlungsdienstleister sein. Aber dieses Geschäft der Zahlungsdienstleistung ist getrennt von den Bilanzen der Banken. Und wenn die Banken pleite machen, dann muss der Zahlungsdienstleistung ist davon nicht tangiert und kann erstmal weiterlaufen. Und damit ist auch das Potenzial das Drohungs- um nicht zu sagen Erpressungspotenzial der Banken insgesamt, des Bankensektors gegenüber der Regierung, ist erheblich gemindert, schon alleine von daher. Zweitens, da das Geld unter Kontrolle ist, wird es keine oder eine sehr viel geringere prozyklische Über- und Untersteuerung des Geldangebotes geben im Vergleich zu heute. Also nicht prozyklische Geldschöpfung und Geldvernichtung, sondern ein eher verstetigte Geldschöpfung und Geldfluss und dadurch ein gemäßigterer Verlauf von Konjunktur- und Börsenzyklen. Einfach dadurch, dass in Hossephasen, in Bässephasen, das nicht durch zusätzliche Chiralgeldschöpfung, Stichwort Leverage, also in Extreme getrieben werden kann, beziehungsweise eben auch
in der niedergehenden Konjunktur in eine Deflationsspirale getrieben werden kann. So, drittens, also ist mich zweitens schon verbunden, das beruht auf einer effektiven Kontrolle der Geldmenge. Von daher, und soweit die Geldmenge für Inflation verantwortlich ist, null Inflation, so kann man es steuern, also null monetäre Inflation, wenn das das Ziel sein soll. Und ich möchte an der Stelle wieder daran erinnern, ich kann nur sagen, inflationär im Sinne der Verbraucherpreisinflation, aber auch der Kapitalgüterinflation ist heute zuerst und vor allem die Chiralgeldschöpfung, nicht? Und wann immer die Regierungen Einfluss auf die Geldschöpfung hatten, direkt in Form von Weisung, endete das auch inflationär, nicht? Das muss man ja nicht in Abrede stellen. Deswegen ist es so wichtig, eine unabhängige Monetative zu haben, die die Geldmenge steuert, eben sozusagen in Unabhängigstellung sowohl gegenüber der Regierung, dem Finanzamt, dem Parlament als auch gegenüber den Banken. Nicht? So, jetzt gibt es noch zwei weitere wichtige Punkte, die behalte ich mir dann aber für den vierten Teil vor, nämlich die vorteilhaften Folgen einer solchen Vollgeldreform für die öffentlichen Haushalte. Soweit zu diesem Teil. Die Zeit ist schon recht fortgeschritten, deswegen ist das für dich. Eine Frage in die Richtung, das eigentliche Problem wird vielleicht gar nicht damit mit der Reform dieser Anwendungen angegangen. Und zwar sehe ich das in folgenden zwei Punkten sich manifestieren. Das erste Punkt, den hatten wir auch schon angesprochen früher, war das Problem der Zinsknechtschaft. Also wie verhält sich das Ganze im Verhältnis zu dem Problem der Zinsknechtschaft? Der zweite Punkt, der mir noch viel wichtiger ist, ist das Wirtschaftssystem, das momentane, was auf dem Irrtum des Erschaffens künstlichen Mangels basiert. Das heißt, wir leben in einem Wirtschaftssystem, in dem wir eigentlich alles überfluss herstellen könnten, und wenn es gerecht geteilt wird, wir nach völlig anderen Gesellschaftsformen leben können, die der Natur viel mehr zugutekommen würde, allen Menschen zugutekommen würden. Aber es wird ein künstlicher Mangel erschaffen, damit bestimmte Leute Profit machen können. Und diese beiden Dinge gehören zusammen mit dem momentanen Geldsystem. Und ich denke, nur wenn man diese drei Punkte zusammendenkt, kann man das eigentliche Problem annehmen. Was denken Sie? Ich mache mir dazu auch meine Gedanken, aber ich würde es nicht in der Weise thematisieren, wie Sie das tun. Ich bin auch nicht sicher, ob es stimmt. Also das mit dem künstlichen Mangel weiß ich nicht, ob es stimmt. Wir leben in einer Weltwirtschaft und da, inwiefern wir in den fortgeschrittenen Industrieländern saturiert sind, weiß ich auch nicht so genau. Das hat man übrigens schon vor 200 Jahren so gesagt, nicht? Es gab eine Diskussion zu Zeiten von John Stuart Mill, der also den Standpunkt vertreten hat, wir sind jetzt wohlhabend genug und gewachsen und alles ist saturiert und wir brauchen nicht weiter wachsen. Die in den Kolonien, die sollen noch ein bisschen wachsen dürfen, wir brauchen kein Wachstum mehr. Also da bin ich sehr zurückhaltend, was diese Art Diskussion angeht. Ich halte sie für hochgradig normativ und von der Zinsknechtschaft möchte ich schon mal gar nicht sprechen, auch weil das ein brauner Sprachgebrauch ist. Muss man aufpassen, muss man seine Worte vielleicht etwas sorgfältig wählen, obwohl es natürlich richtig ist, dass jemand, der sich aufgrund gewisser ökonomischer Umstände in eine Verschuldung und dann auch Überschuldung verstrickt, sich in der Tat in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis sich begibt. Und es ist auch richtig, dass das heutige Chiralgeldsystem so angelegt ist, dass es zu ständig wiederkehrender Überschuldung geradezu einlädt und daraus resultieren schon sehr massive ökonomische Abhängigkeiten, auch große Ungerechtigkeiten, siehe Stichwort die immer schiefer werdende Einkommens- und Vermögensverteilung. Das sehe ich durchaus, nicht? Das ist ein Problem und das ist heute wieder politisch maßnahmenbedürftig geworden. Wobei ich dazu sagen möchte, durch die Geldordnung alleine, durch eine Vollgeldreform kann man das Problem noch nicht lösen. Ein großer Vorteil einer Vollgeldordnung ist, dass die Geldbasis, also das Geld, die vorhandene Geldmenge, ist zinsfrei. Es ist schuldenfreies Geld, das zirkuliert. Und das der öffentlichen Hand
bei der Erstausgabe der öffentlichen Hand zugutekommt. Ansonsten ist die Zinsregulierung der Wirtschaft, also der Finanzwirtschaft, soll erstmal weiter bestehen. Und da muss man zusätzliche Maßnahmen ergreifen, fiskalische Maßnahmen, steuerliche Maßnahmen. Und wenn man das nicht tut, dann fliegt einem der Laden um die Ohren, da bin ich ganz sicher. Also Maßnahmen muss man ergreifen. Kurze Frage, also wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich ja um eine Monopolisierung der Geldschöpfung, eine staatliche Monopolisierung. Ist es so, dass wenn ich Geld einem Freund leihe, ich letztendlich einen Schwarzkredit gebe, ist das illegal? Also ist es eine Prohibition der Giralgeldschöpfung, über das wir hier reden, oder anders ausgedrückt, ist die nichtstaatliche Giralgeldschöpfung illegal? Also ist das letztendlich dann ein Markt, den wir langfristig an die organisierte Kriminalität weitergeben, so wie es halt momentan mit dem Vertrieb von illegalen Drogen ist. Ja, also die Giralgeldschöpfung ist nicht illegal. Also man kann sich auf den Standpunkt stellen, es sei illegitim, weil hier ein einhergebrachtes Hoheitsrecht privat usurpiert worden ist. Den Standpunkt vertreten wir auch bei der Monetative, wobei das nicht einen verschwörungstheoretischen Hintergrund hat, sondern, wie ich kurz angedeutet habe, sich das einfach so ergeben hat durch die Entwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im Verlauf der letzten 100 bis 150 Jahre, insbesondere der letzten 50 Jahre, im Zusammenspiel mit diesen anderen Entwicklungen. Und das sollte korrigiert werden. Illegitim ist eben auch die Aneignung des Geldschöpfungsgewinns, der Seniorage aus dieser Geldschöpfung an die privaten Banken ist nicht einzusehen. Es ist meines Wissens der einzige Free Lunch, den es in der Wirtschaft gibt. Nicht? Ökonomen sagen, in der Wirtschaft gibt es kein Free Lunch. Alles hat, also naja, Freibier. So, anstrengungsloser Wunsch ist ja allgemein gesagt. Also Free Lunch. Nein, Free Lunch heißt wörtlich, Mittagessen umsonst. Ja, Mittagessen gratis. So, ja. Freibier für alle, genau. So, ne? Und das ist sozusagen stehende Ökonomenweisheit, das gibt es nicht. Ich glaube, im Großen und Ganzen stimmt das, aber im Zusammenhang mit der Geldordnung und unter der Bedingung von Freigeld, von freischöpfbarem Geld, was modernes Geld ist, gibt es denn Free Lunch an der Quelle, da wo das Geld geschöpft wird. Und wenn es das schon gibt, so wie früher den Schlagschatz der Fürsten, daher kommt das ja, nicht? Dann gehört der öffentlich vereinnahmt und nicht in private Taschen von kommerziell wirtschaftenden Banken, sondern das gehört dann eben in öffentliche Kassen. Nicht? Das ist die Überlegung dabei. Was ich mit Ihrer Frage aber verbinde, ist zum Beispiel die Fragestellung jetzt, wenn wir in Krisenzeiten Notwährungen haben oder wenn wir heute auch aus Freude am sozialen Experiment oder auch um die regionale Wirtschaft zu beleben, Regionalgeld selbst erzeugen in eigenen Vereinigungen oder genossenschaftlichen Zusammenschlüssen, wie auch immer. Nicht? So. Ist das dann illegal? Das ist eine interessante Frage. Sie wurde in den 1930er Jahren, 29 bis 33, von den damals wichtigen Zentralbanken dahingehend beantwortet, es sei illegal, weil es verboten worden ist, es bedrohe das Banknotenmonopol der Zentralbanken, sei deshalb illegal und wurde verboten. Ich glaube, man hat aus der Dummheit gelernt, weil man dadurch natürlich die Krise umso schlimmer gemacht hat, weil kein Geld mehr da war und die Zentralbank kein Geld mehr rausrückte, buchstäblich alles ausgetrocknet. Und ich denke schon, dass das auch ein Hauptgrund war für die schlimmen Folgeereignisse, die das gehabt hat. Die Zentralbanken sehen das heute lockerer und es ist aber, würde ich sagen, rechtlich ein gewisser Graubereich. Es ist rechtlich nicht geregelt, sagen wir mal so. Parallelwährungen, Komplementärwährungen werden geduldet, aber der rechtliche Status und das Verhältnis zu offizieller Währung ist nicht geklärt, rechtlich. So, es waren zwar noch ein paar Wortmeldungen, aber ich möchte, also gut, da kann ich nicht abschlagen, das ist aber wirklich die letzte Frage vor dem letzten vierten Teil, weil die Zeit ist schon recht fortgeschritten. Und dann machen wir weiter.
Ja gut, ich drängle mich hier einfach mal vor. Professor Huber, eine Frage an dieser Stelle. Wie sehen Sie jetzt den Zusammenhang zwischen den von Ihnen vorgeschlagenen Vollgeld und dem 100% Banking von Allgemeinwissenschaften? Ja. Also der Zusammenhang, also die Frage war, es gibt seit den 30er Jahren einen geldreformerischen Ansatz, der hat mehrere Namen, aber immer kommt 100% vor. Also das fraktionale 6% oder 8% oder 10% Reservesystem, das soll umgewandelt werden in ein 100% Reservesystem, sodass also von daher keine multiple Chiralgeldschöpfung mehr stattfinden könne. Das gab es in Form der Chicago-Schule als 100% Banking. Es gab es bei Irving Fisher, wenn nicht überhaupt der prominenteste Ökonom in der Zeit, der nannte es 100% Money. Und der Sammelbegriff dafür lautet Full Reserve Banking. Also da haben sie auch voll drin, nicht? Aber nicht voll Geld, sondern Full Reserve. So. Und man kann sagen, die Analyse des Geldsystems und auch die Feststellung der Fehlfunktionen des fraktionalen Reservesystems sind gleich, vollkommene Übereinstimmung. Aber die technische Seite der Geldreform ist eine andere. In einem Vollgeldansatz wird das Reservesystem überhaupt überwunden. Es gibt keinen gesplitteten Geldkreislauf mehr. Hier Reserven, da Chiralgeld. Es gibt einen integrierten Geldkreislauf. Und da fließt überall dieselbe Art Geld, nämlich Vollgeld, fertig. Das Reservesystem als solches ist überwunden. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen. Okay, die übrigen Fragen vielleicht für die letzte Fragerunde dann aufheben. Wir kommen zum letzten und vierten Teil. Ja, los geht's. Gut, vielen Dank. Also hier der vierte Teil. In der Liste der vorgenannten Vorteile die beiden letzten Punkte. Apropos, also fünf Vorteile, gibt es denn keine Nachteile? Also das System hat Nachteile für die Banken. Nicht? Sie würden praktisch ihren unseres Erachtens unverdienten Extragewinn aus der Chiralgeldschöpfung verlieren und sie würden auch durchaus ein Stück von ihrer Macht und Herrlichkeit als Souveräne, nicht wahr? Das ist ja interessant, nicht? Das heißt also die Seigniorage, nicht? Also die das dem Seigneur zustehende Extraeinkommen, so, nicht wahr? Das die Banken privat usurpiert haben. Also von dieser Glorie, von dieser Macht und Herrlichkeit würden sie ein Stückchen verlieren, blieben gleichwohl mächtige Einrichtungen alleine durch ihre Stellung im Finanzsystem gegenüber der Realwirtschaft. Ansonsten hätten aus diesem System, davon bin ich überzeugt, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft nur Vorteile, eben die genannten, und insbesondere der Staat zwei bedeutende Vorteile, die zur Entlastung der öffentlichen Haushalte und auch zur Entschuldung des Staates sehr wesentlich beitragen würden, nämlich dem Staat würde erstens der laufende Geldschöpfungsgewinn zufließen, je nach Land, in einer Größenordnung, mit der man 2-6% des öffentlichen Gesamthaushaltes finanzieren kann, und darüber hinaus und im heutigen Krisenkontext, im Staatsschuldenkrisenkontext von noch viel größerer Bedeutung, es entsteht durch den Übergang von Chiralgeld auf Vollgeld entsteht einmalig bei diesem Übergang eine Substitutionsseniorage, in dem eben Chiralgeld durch Vollgeld ersetzt wird. Die Bestände müssen ausgetauscht werden in sehr großer Höhe und das ermöglicht unmittelbar, im also Verlauf von 1, 2, 3, 4 Jahren, eben die Staatsschuld entsprechend zurückzuführen, sodass das wieder auf ein Niveau zurückkäme, das handhabbar ist und das Staatsschuldenthema wäre vom Tisch. Also wie kommt das zustande? Betrachten wir erstmal die laufende Seniorage, der Geldschöpfungsgewinn, der sich ergibt aus der laufenden notwendigen Geldschöpfung, welche die unabhängige Zentralbank vornimmt. Im Regelfall würde also die Zentralbank 14-tägig, so wie heute, das langfristig neu zu schöpfende Geld, also den Finanzminister, überweisen und nach heute vorhandenen haushaltspolitischen Verfahren würden also Parlament und Regierung und oder beide eben bestimmen, wie und wofür das Geld verwendet wird.
als ich anfange, über das Thema nachzudenken, ist lange her, da dachte ich noch, man muss die Geldverwendung irgendwie zweckbinden, weil man kann den Politikern nicht trauen, wofür die das Geld ausgeben. Also mein Freund und Kollege James Robertson hat mich überzeugt, dass das nicht gescheit ist. Man soll das besser, eigentlich kann man es auch kaum anders, man soll das der jeweiligen Regierung, muss man das überlassen, wofür sie eben, für welchen öffentlichen Zweck sie das nehmen will, nach dem haushaltspolitischen Grundsatz, der auch im deutschen Bundeshaushaltsgesetz oder wie es heißt steht, nicht alle Einnahmen dienen der Finanzierung aller Ausgaben. Und ich glaube auch, das ist ein sehr vernünftiges haushälterisches Prinzip, so nicht? Und das sollte man hier auch so handhaben, aber es gibt natürlich Diskussionen darüber. Die Amerikaner wollen damit öffentliche Infrastrukturen finanzieren, weil das dort ein Riesenproblem ist. Bei uns denkt man gerne daran, ein Grundeinkommen damit zu finanzieren oder eine Bürgerdividende. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Jedenfalls auf diesem Weg käme das Geld in Umlauf und es bleibt dann auch darin. Es kann im Umlauf nicht mehr verschwinden. Und natürlich kommt es auf dem Wege dann auch ziemlich schnell zu den Banken, also verfügbar für die Banken. Es wird ja regelmäßig, 10-15% der Einkommen werden gespart. Schon von daher fließt den Banken beständig Geld zu, nicht? Und übergangsweise, wie ich vorhin sagte, vom Prinzip abweichend, man kann auch das zurückfließende Geld sofort wieder bei den Banken lassen für diese Übergangszeit, aber dann eben als normaler Zentralbankkredit. Langfristig jedenfalls fließt auf diesem Weg das Geld auch den Banken zu, die damit dann eben auch finanzwirtschaftlich haushalten können. In den Büchern der Zentralbank ist eine Frage, die gerne gestellt wird, wie wird denn das verbucht? Das wäre faktisch ein unbefristeter zinsloser Kredit. Wenn man dabei bleibt, dass es eine Zentralbank macht, nicht? Es gibt auch da andere institutionelle Arrangements, wieder ein Modell aus England, nämlich die Trennung von einem Issue Department und einem Banking Department. Das gibt es übrigens seit 1844, damals als diese currency-theoretische Geldreform durchgeführt haben. Das bedeutet also, das Issue Department heißt das Geldausgabeabteilung. Und das andere ist die Zentralbank im engeren Sinn, die dann also die Offenmarktgeschäfte betreibt, in der Tat wie eine Bank, während das Issue Department ist eigentlich die geldschöpfende Behörde. Celio Gesell nannte das das Reichswährungsamt und die Amerikaner nennen das den Currency Board, nicht? Den Currency Board des Staates, der also bestimmt, wie viel Geld geschöpft wird. Das ist keine Bank, sondern das ist die geldschöpfende Stelle, aber die Bank kriegt dann einen Teil davon, eben zum bankmäßig bewirtschaften. Den größeren Teil kriegt die Regierung zum Ausgeben über öffentliche Ausgaben. Ja, eine andere Frage, die gerne auftaucht, ist ja, wenn das Geld immer zirkuliert und zirkuliert, vielleicht schrumpft ja mal die Wirtschaft. Also nicht nur, dass es sich reproduziert, sondern richtig schrumpft, dann gibt es zu viel Geld. Wie kommt denn das Geld zurück an die Quelle? Nun, darauf kann man antworten. Also ich glaube, praktisch wird das nie der Fall sein. Aber unterstellen wir das mal, es bestünde Bedarf, starker Handlungsbedarf, das Geld zurückzuholen, dann kann man das aus dem laufenden Steuereinkommen oder durch eine spezifische Sondersteuer eben abzweigen. Und damit ist dieses Refluxprinzip, wie das heißt, also das Geld muss irgendwie zurückfließen können zur Quelle. Dieses Prinzip lässt sich durchaus einhalten, obwohl eben im langfristigen historischen Prozess, ich kaum glaube, dass es in den nächsten, also in den zurückliegenden 200 Jahren ist es dazu eigentlich nicht gekommen und in den nächsten 100, 150 Jahren wahrscheinlich auch nicht. So, also eine Folge der Reform, ungeschmälerte reguläre oder laufende Seniorage zugunsten der öffentlichen Hand. Ich möchte herausstreichen, dass diese Seniorage im Sinne einer Vollgeldreform nicht in einem Zinsgewinn besteht, sondern das Geld soll ja schuldenfrei in Umlauf kommen, in der Regel. So. Und deswegen ist das Seniorage im herkömmlichen Sinne des Schlagschatzes, das heißt, es ist der Geldbetrag, der neu
erzeugt wird, der neu geschaffen wird, der fließt eben den öffentlichen Kassen zur Erstverwendung zu. Das ist originäre Seniorage. Es ist der Betrag an neu geschöpftem Geld, zins- und tilgungsfrei. Oder sagen wir mal, nicht regeltilgungsgebunden. Nicht? Die Tilgung ist nicht befristet, sagen wir mal so. Ja. So, nun stellt sich die Frage, wie viel Geld ist das? Und das ist für sich eine ziemlich komplizierte Frage. Und man kann sich dem aber annähern, indem man zunächst ausgeht von der heutigen realen Geldmenge M1, bestehend aus Bargeld und Chiralgeld. Es gibt übrigens noch andere Chiralgelder in großem Umfang, nämlich eine Interbanken-Chiralgeld. Das ist in keiner Statistik erfasst, erscheint in keiner Geldmenge, ist aber durchaus erheblich. Ich glaube, freihändig memoriert in Deutschland bewegt sich so bei 350 Milliarden als Bestand, nicht? Interbanken-Chiralgeld. Das wäre hier auch noch zu berücksichtigen, aber das macht die Sache kompliziert. Genauso wie das Verhältnis von Außengeld und Binnengeld will ich jetzt Einfachheit halber nicht drauf eingehen. Und in erster Annäherung nur die Entwicklung der Geldmenge M1, der sogenannten realen Geldmenge, betrachten. Sie sehen hier in der Rubrik M1 die Entwicklung dieses Chiralgeldbestandes. Also das heißt, da ist auch der Bargeldbestand mit drin, Entschuldigung. Der Chiralgeldbestand davon ist 80%. Und Sie sehen in der Kolumne daneben, also den jährlichen Zuwachs, Delta, nicht die Differenz, und ganz rechts das geglättet im Dreijahresdurchschnitt, nicht, weil diese Zahlen ja im heutigen System relativ stark variieren, abhängig eben, ob Konjunktur und so weiter, wie die Finanzwirtschaft boomt oder besser hat, je nachdem, nicht. Also da sehen Sie, um welche Größenordnungen sich das handelt. Wenn wir das zusammenfassen, kann man sagen, M1, das durchschnittliche jährliche Wachstum zurückliegend in Deutschland, 60 bis 90 Milliarden Euro im Jahr. Also kein Pappenstiel. Ne? So. Es ist im Übrigen auch deutlich mehr als die ungefähr 20 plus minus Milliarden, die ich schätzungsweise ermittelt habe für den Margenextragewinn der Banken aus der Chiralgeldschöpfung. Weil das sind nicht, kann man nicht direkt vergleichen, das eine ist ein Zinsgewinn und das hier ist originäres Seniorage, als der Geldbetrag, der neu in Umlauf kommt. Hier sehen Sie noch die Zahlen auch für die Eurozone und für die USA. Nun muss man dazu sagen, diese Geldmengen waren überschießend. Das war unrealistisch viel zu viel Geld. Nicht? So viel Geld hat die Wirtschaft nicht gebraucht. So viel Geld hat die Finanzmarktspekulation in Anspruch genommen und dafür würde es geschaffen. Das soll eine Monetative nicht tun. Eine Monetative soll nicht immer, wenn die Banken kommen, sagen, hier, wir hätten mal gern Geld, dem auch immer nachgeben, weil das führt zu diesen Blasenbildungen. Nicht? Also das, hier muss es eine gewisse Beschränkung eben des Geldangebotes geben. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, der Geldmengenzuwachs wäre nur die Hälfte oder weniger gewesen, sind das immer noch Summen in beträchtlicher Größenordnung, die dann immer noch dafür gut wären, 2 bis 6% der Gesamtausgaben zu finanzieren. Diese Summen besagen etwas, nämlich man kann durch eine Vollgeldreform und die Seniorage, die daraus fließt, nicht den öffentlichen Haushalt bestreiten. Das ist eine Illusion, das geht nicht. Zumal nicht unter den heutigen Bedingungen, wo wir eine Staatsquote bei 50% haben. Ist völlig ausgeschlossen. Ein solcher Riesenhaushalt, öffentlicher Gesamthaushalt, kann nur finanziert werden durch Steuern und Abgaben. Nicht? Und das kann nicht ersetzt werden durch Seniorage. Aber ein Teil kann durch Seniorage ersetzt werden, beziehungsweise Seniorage kann einen Teil dem hinzufügen und insofern helfen, eben dieses jährlich drückende oder drohende Haushaltsdefizit zum Beispiel besser in den Griff zu bekommen. Nicht? Also das heißt, eine Vollgeldordnung, damit keine Missverständnisse entstehen, kann und soll ordentliches Haushalten nicht ersetzen. So, auf keinen Fall. Aber ein Vollgeldsystem kann einen nützlichen Beitrag dazu leisten, eben Stabilität in diese öffentlichen Finanzen hineinzubekommen. Wenn wir davon ausgehen, im Sinne einer sogenannten potenzialorientierten Geldmengenausweitung,
dass die Geldmenge in etwa ungefähr, grosso modo, im Rhythmus der Gesamtwirtschaft mitwachsen muss oder soll, nicht? Dann kann man ausgehend von heutigen Größenordnungen sagen, bezogen auf Deutschland, 1% Wachstum gemessen im Bruttoinlandsprodukt würde eine Seniorage oder eine Geldmengenausweitung rechtfertigen im Umfang von 25 Milliarden Euro und das entspricht 2% der öffentlichen Gesamtausgaben. Wenn wir 2% Wachstum haben, sind 50 Milliarden Seniorage, die anfallen würden und 4% der öffentlichen Ausgaben. In anderen Ländern sind die Zahlen anders. In der Schweiz ist die Staatsquote viel geringer, liegt eher bei 30%. Und die Staatsschulden sind auch nicht so hoch. Also jedenfalls da könnte man, die Schweizer könnten viel mehr damit finanzieren, die Deutschen weniger, weil wir so eine hohe Staatsquote haben. Aber immerhin, das ist ein erheblicher Beitrag, also gerade im Hinblick darauf, Defizite im Haushalt zu vermeiden. So, es gibt diese Idee, neu geschöpftes Geld durch eine Bürgerdividende in Umlauf zu bringen. Ne? Als ich anfing, mich mit dem Thema zu befassen, dachte ich immer, man könne damit ein Grundeinkommen vielleicht finanzieren. Ich habe an der Idee relativ lange festgehalten, musste aber einsehen, das geht nicht. Einfach deswegen, weil es kommt reellerweise viel zu wenig Geld bei rum. Und damit kann man kein Grundeinkommen finanzieren. Aber man könnte im Sinne dessen, was C.H. Douglas nannte, Social Dividend oder National Dividend, könnte man also sagen, wir zahlen ein Pro-Kopf-Einkommen aus dieser Seniorage. Und das wären dann, sehen Sie hier, nicht? Bei 25 oder 50 Milliarden Geldmengenzuwachs wären das pro Kopf Einwohner in Deutschland 300 bis 600 Euro im Jahr. Also das ist kein Vermögen, aber ich glaube, es wäre sehr populär. Das hat es übrigens gegeben, schon im 18. Jahrhundert in den britischen Kolonien in Nordamerika. Und da hat man also praktisch die Gouverneure gingen dazu über, sogenannte Colonial Bills auszustellen, Papiergeld, weil zu wenig britische Münze da war. Und das Geld wurde ausgegeben, damals, dass jeder Steuerzahler hat Geld gekriegt, Pro-Kopf-Dividende. Das System hat sehr gut funktioniert, bis in die 1750er Jahre wurde dann auf Betreiben der britischen Banken verboten. Und ich glaube, das war der Hauptgrund für den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Es war nicht die T-Steuer. Die T-Steuer, das war sozusagen nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Der eigentliche Grund dahinter war praktisch das Verbot der eigenen Geldschöpfung der Amerikaner, das sehr gut funktionierte, das nur in wenigen Bundesstaaten inflationär war und das aber ein starkes Wirtschaftswachstum damals ermöglichte und diese erzwungene Rückkehr zu britischer Münze, die eigentlich nicht vorhanden war. Ich glaube, dass das der Grund war. Ja, also, Grundeinkommen im eigentlichen Sinne, da könnte eigentlich nur 25 bis 50 Euro pro Monat, das wäre zu wenig, also man kann das vergessen. So, noch zum letzten Punkt, den ich im Kontext der heutigen Staatsschuldenkrise für besonders bedeutend erachte. Nicht? Also wir haben heute in Deutschland einen Giralgeldbestand von über 900 Milliarden Euro. Nicht? Also der Teil in der realen Geldmenge im 1, die reale Geldmenge ist bei 1100 oder wo, das ist 20% Bargeld und über 900 Milliarden, das ist Giralgeld. Und das muss Zug um Zug ersetzt werden durch neues Vollgeld von der Zentralbank als unabhängiger Monetative. Schritt für Schritt, das heißt also in dem Maße Altkredite getilgt werden, das hängt ab von der laufenden Fälligkeit ausstehender Kredite, Überziehungskredite, kurzfristige Kredite, Restlaufzeiten von längerfristigen Krediten, also schätzungsweise in einem Übergangszeitraum von einem Jahr bis zu 2, 3, 4 Jahren wäre der Löwenanteil dieser Bestände, würde ersetzt. Nicht? Und das bedeutet also, wenn Sie einen Geldbestand in der Größenordnung von 900 bis 1000 Milliarden Euro, wenn Sie den durch Vollgeld ersetzen,
hat die öffentliche Hand durch die Geldschöpfung die einmalige übergangsbedingte Ersetzung von Giralgeld durch Vollgeld der Zentralbank, hat die öffentliche Hand daraus eine sozusagen Extra- oder Sonderseniorage, die sich durch diese Umstellung ergibt. Die gibt es nur einmal durch diese Umstellung. Das bewegt sich aber in erheblichen Größenordnungen. Nun vergleichen Sie das, ist hier aufgeschrieben, mit der öffentlichen Gesamtschuld heute oder vor einem Jahr, Spätjahr 11, vor einem halben Jahr. Die öffentliche Gesamtschuld lag da schon bei 2.100 Milliarden. Also was hier zu ersetzen ist, sind 44% der öffentlichen Gesamtschuld. Wenn also die öffentliche Hand diese anfallende Extra-Seniorage aus dem Übergang, diese Substitutions-Seniorage, könnte man sagen, dazu benutzt, zur Auszahlung fällige Staatsanleihen nicht mehr fortzuführen, zu revolvieren, sondern sie wirklich zu tilgen und am offenen Markt Staatsanleihen zurückzukaufen, dann könnten also im Laufe weniger Jahre maximal 40 bis vielleicht 50% der öffentlichen Schuld auf diesem Weg getilgt werden. Und dann wäre das Staatsschuldenproblem vom Tisch erstmal. Dann wäre das in Dimensionen. In anderen Ländern, die Schweizer könnten ihre Staatsschulden, ich habe es vergessen, also mehr als einmal zurückbezahlen. So viel Geld würde da anfallen. Das hängt also ab auch von der Staatsschuldenquote in den betreffenden Ländern. Generell ist sie heute so hoch, dass man das auf reguläre Weise nicht zurückbezahlen kann. Der Kurs, der jetzt gefahren wird offiziell in Europa, aber im Prinzip eigentlich auch in Amerika, Großbritannien, auch in Japan, das ist eine Mischung, nicht? Also das ist durchwurschteln, verlängern, neue Kredite und ansonsten Austerität. Also sparen, 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 sich kaputt sparen. So geschieht das immer, nicht? Die Aufblähung der Bilanzen muss zurückgeführt werden und dieser Prozess des Deleveraging, der braucht seine Zeit und in der Zeit ist Heulen und Zähneklappern. So. Das heißt, höhere Arbeitslosigkeit, geringere Realeinkommen und alles dafür, dass die Bilanzen der Banken in Ordnung bleiben und die nicht Konkurs anmelden müssen für den Schlamassel, den sie angerichtet haben. Also ist eigentlich nicht einzusehen. Der große Vorteil einer solchen Vollgeldreform durch Übergang von Giralgeld auf Vollgeld wäre, dass man eine Perspektive hat, wie man das Problem angehen kann, sofort effektiv, ohne Heulen und Zähneklappern, ohne sich kaputt sparen, ohne Massenarbeitslosigkeit, ohne sinkende Massenkaufkraft, ohne Sozialabbau, ohne Inflation. Können wir das Staatsschuldenproblem im Wesentlichen lösen, indem eben Giralgeld durch Vollgeld ersetzt wird? Und angesichts dieses Sachverhalts ist es mir nach wie vor ein bisschen schleierhaft, warum es die Politiker nicht mehr interessiert. Da was im Moment doch eigentlich das Problem sein müsste, das die Politiker am meisten interessieren sollte. Fragen da, dann würde ich sagen, gehen wir in die letzte spannende Fragerunde. Hier ist schon der Erste, ist vorne gekommen. Dankeschön. Ja, meine Frage ist eigentlich ganz einfach. Ich habe das mit diesem, dem vierten Teil, mit der Substitutionsseniorage, das habe ich nicht verstanden. Also ich habe das Gefühl, irgendjemand muss diese Zeche ja eigentlich zahlen. Also diese Staatsschulden, das sind ja, da haben ja neue Forderungen. Und wieso kann das auf einmal sozusagen aus dem Nichts was kommen? Wenn Sie das nochmal versuchen, vielleicht auch irgendwo muss ja so eine Anschauung doch irgendwo drinstecken. Ja. Also, erstmal vielen Dank für die Frage. Und ich möchte an der Stelle bemerken, das ist der Punkt, an dem viele, auch wohlmeinende Leute aussteigen. Es ist mir auch wiederholt geschehen mit Fachjournalisten, die also zu dem Thema was schreiben wollten oder ein Interview gemacht haben und die dann alles aufgenommen haben, auch dann in Schriftform des Interviews, alles haben stehen lassen, bis auf den Punkt,
mit der Substitutionsseniorage. Das ging irgendwie nicht. Und dann haben sie gesagt, also das verstehe ich nicht, das lassen wir lieber weg. Dann stehe ich jedes Mal vor der Frage, bestehe ich jetzt drauf, und dann druckt er mir das nicht. Oder will ich den Rest gedruckt haben und verzichte halt drauf. So, kleines Döneken. Also, wie geschieht das? Das Geld wird ja in der Tat aus dem Nichts geschaffen, aber nicht erst in dem Moment, wo die Staatsschuld getilgt wird, sondern im Akt der Giralgeldschöpfung, wenn neue Kredite ausgestellt werden. So. Und irgendwann müssen diese Kredite ja auch wieder getilgt werden. Und der Ansatz, der Umstellungsansatz ist der, dass Giralgeld im Rückfluss, so, oder nein, Tilgung von alten Krediten, die in Giralgeld ausgestellt werden, die werden so lange, der Giralgeldbestand wird ausgelagert zu Geldkonten, und diese täglich fälligen Verbindlichkeiten werden zu laufenden Verbindlichkeiten an die Zentralbank, so als hätte von vornherein die Zentralbank dieses Geld geschöpft. Wenn also ein Kunde Geld, also ein Kredit tilgt, so, nicht wahr, dann nach herkömmlichem Giralgeldsystem wird also auf beiden Seiten der Bankenbilanz wird dieser Betrag gelöscht. Und dann ist das verschwunden. Es gibt keine Rückzahlungsforderung der Bank mehr und es gibt keine Bankenverbindlichkeit mehr. Dieses Giralgeld ist gelöscht. Es ist insofern eine Bilanzenverkürzung. Das wird kompensiert, indem neuer Kredit ausgestellt wird. Bei Umstellung von Giralgeld auf Vollgeld geschieht im Grunde etwas Ähnliches, nämlich dieses Geld in Rückfluss bleibt nicht bei der Bank, sondern es muss an die Zentralbank durchgeleitet werden, wo es sozusagen als Geld im Rückfluss gleichsam gelöscht wird, aber sofort ersetzt wird durch die Ausgabe von neuem Vollgeld. Und dieses Geld soll ja der öffentlichen Hand zufließen. Und im Verlaufe von 1, 2, 3, 4 Jahren wäre das ein Geldbestand in einer Größenordnung von wenigstens 900 Milliarden, aber wahrscheinlich um einiges mehr. So, und die öffentliche Hand kann dieses Geld, das ihr übergangsbedingt, in sehr großer Höhe zuwächst. Es wäre also 14-tägig, Monat für Monat, es wären hohe Milliardenbeträge, ne? Hunderte von Millionen. Dafür benutzen, laufend zur Tilgung fällige Staatsanleihen eben in der Tat zu tilgen. Und damit würde das Geld eben fließen an diejenigen, die bisher die Staatsschuld gehalten haben. Übrigens ein Mechanismus, auf dem auch neues Vollgeld direkt zu den Banken fließt. Nicht? Also anschaulich könnte man vielleicht einfach so sagen, ich habe es ja verstanden, die Staatsschulden sind sozusagen einfach wie bisher nicht wahrgenommene Seniorage, die sozusagen jetzt einmalig sozusagen rückwirkend wahrgenommen wird. Muss ich mal drüber nachdenken, ob man das teilweise. Das kann ich auch an ihm nicht sagen. Teilweise. Ja. Ja, also ich. Wow, okay, also wir machen es lieber den Piraten, dort die DDT, der wird auch immer angestanden. Bitte schön. Danke. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, da mit diesem Seniorage was nicht verstanden zu haben, weil diese Staatsschulden, wem schuldet denn der Staat das? Also diese Menschen, denen der Staat das schuldet, die bekommen ja dann dieses neue ausgeschöpfte Geld, dieses Vollgeld. Versicherer oder Banker. Und eben, als ich kurz gedacht habe, ich habe es verstanden, habe ich gedacht, aber dann müsste doch eigentlich die Staatsschulden genauso hoch sein, wie das, was dann wieder reinfließt. Oder vielleicht im Gesamtsystem. Oder also wenn sozusagen alle durch Giralgeld geschöpften Schulden jetzt wieder umgewandelt werden zu Vollgeld, was dann gleich wieder reingepumpt wird, sage ich jetzt mal, müsste doch insgesamt theoretisch diesen Schulden auflösen, oder weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich dann immer noch so ein bisschen das Problem mit den Zinsen, dass ich denke, auf dieses geschöpfte Geld, beziehungsweise solange wie diese,
die Tilgung noch läuft und noch nicht komplett getilgt ist, verdienen sozusagen immer noch diejenigen, die, die den Kredit ausgegeben haben, als es noch Chiralgeld war, weiterhin an den Zinsen und Zinseszinsen, und das ist doch wieder nur eine Umverteilung dann halt von Vollgeld, aber das wird es dann nicht einfach, also... Ja, also Sie stellen da eine, viele, viele große Fragen gleichzeitig. Wir haben auch innerhalb der Monetative aktuell eine laufende Diskussion, was hier die relevanten Bezugsgrößen sind, ob man eigentlich nicht bilanziell gesprochen an der Aktivseite ansetzen müsste und den gesamten ausstehenden Kreditsummen eigentlich zum Ausgangspunkt nehmen müsste. Und also das sind komplizierte Fragen, wissen Sie, aus folgendem Grund, das ist nicht so einfach. Wir haben eine, soll ich das sagen, primären Kreditierungsvorgang bei der Zentralbank und bei den Banken. Wir haben dann aber noch sozusagen eine sekundäre Vermögensbildung, in dem aus laufenden Einkommen, aber zum Teil auch wiederum auf der Grundlage von Chiralgeld oder Finanzmarktanlagen durch Finanzakteure, also hier sekundär wiederum Geldvermögenstitel geschaffen werden und Schuldverhältnisse eingegangen werden. Und es ist gar nicht so einfach, nur das eine dem anderen zuzuordnen. Man kann auch nicht sagen, es gibt ja nicht nur die Staatsschulden, es gibt vor allen Dingen auch in großem Umfang Schulden, die Banken untereinander haben. Es gibt die Schulden von Unternehmen, Form von Unternehmensanleihen, im Übrigen auch von Eigenkapitalanteilen bei den Unternehmen. Und es gibt die Schulden der privaten Haushalte. Ne? Und die alle zusammen, das ist die nationale Gesamtschuld, die bewegt sich beim doppelten bis zweieinhalbfachen der Staatsschuld. Also es ist gesamtwirtschaftlich betrachtet, ist es nicht so einfach, die vorhandenen verschiedenen Geld- und Finanzaktiva diesen verschiedenen Arten von Schulden eins zu eins zuzuordnen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Und die Schulden der Banken, denen stehen einfach gegenüber die Staatsanleihe als Wertpapiere. Und wer die hat, der kriegt das Geld. Ganz wer hat sie denn? Wer hat denn die Staatsanleihen? Wer hält sie denn? Naja, sagte ich vorhin bei Gelegenheit, 50% Banken im In- und Ausland. Weitere über 30% Fonds, Versicherungen, also Finanzakteure, und nur je nach Land 9-12-16% private Haushalte. Und ich meine, wenn Sie das ungerecht finden, dass denen noch in der ganzen Übergangszeit, da die weiter die Zinsen zufließen, ja, man kann das so empfinden, weil dieses System an und für sich illegitim und ungerecht ist. Ne? Aber andererseits, wie soll ich mal sagen, ich spreche jetzt sehr persönlich, ich glaube, wenn man, wie soll man sagen, in seinem Konzept sich zu weit von den Gegebenheiten entfernt, ist man nicht mehr anschlussfähig. Und ich glaube, das, was ich hier in der Kürze vorgestellt habe, ist glaube ich, das ungefähre Maximum, was realpolitisch anschlussfähig sein könnte. Und wenn Sie das noch aufsatteln mit weitergehenden Fundamentalreformen, Zins und Zinseszins betreffend und Fragen wie Status der Banken betreffend, Sie können es ja mal probieren. Okay, nächste Frage. Ja, Herr Professor Huber, mir geht es um die Geldmenge. Wenn das Bruttoinlandsprodukt das Kriterium ist für die Neuschöpfung, also die neue Wertschöpfung auch beim Bruttoinlandsprodukt, da gibt es ja eine Rückkopplung. Das heißt, wenn die Banken mehr Geld schöpfen, das in die öffentlichen Haushalte geben, steht dort mehr zur Verfügung, um Dienstleistungen, Waren zu kaufen, und dann wären Waren, Dienstleistungen interessant, die ohne diese Steigerung nicht interessant gewesen wären. Das heißt, das könnte sich hochschaukeln, bis jede sinnlose Sache auf dem Markt wertvoll sein könnte, Wert im ökonomischen Sinn. Da muss es doch noch andere Grenzen geben. Ja, das ist ebenfalls eine sehr große Frage, ist eine sehr interessante Frage, ne? Weil einerseits die Geldschöpfung realwirtschaftliche Entwicklung induzieren kann. Das hängt aber davon ab, wie in welcher Geschwindigkeit neue Kapazitäten, wie man sagt,
sowohl in der Güterproduktion, aber heute insbesondere bei den Dienstleistungen bereitgestellt werden können. Aber weitergehend finde ich schon, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie stellen auch eine Sinnfrage, nicht nur eine Funktionsfrage. Inwiefern ist es sinnvoll, alle möglichen Tätigkeiten umzuwandeln in professionalisiert ausdifferenzierte, bezahlte Tätigkeiten? Eine sehr sinnvolle Frage, die man, glaube ich, immer wieder sehr kritisch stellen muss, nicht? Aber das können wir im Rahmen einer Reform des Geldsystems nicht beantworten. Und übrigens, also diese Entsprechung von Geldmengenausweitung und gesamtwirtschaftlicher Entwicklung oder Wachstum, das ist in der Tat rückgekoppelt und die Finanzierung muss ja im Vorlauf erfolgen, nicht? Heute ist das, wenn Sie das konjunkturtheoretisch betrachten, sind die Geldschöpfungszyklen, haben einen Vorlauf vom realwirtschaftlichen Konjunkturzyklus von etwa einem Jahr. Kann man ziemlich genau abschätzen. So, ne? Und also die Finanzierung ist vorlaufend, es hat aber dann auch wiederum Rückwirkungen. Und insofern ist das Prinzip der potenzialorientierten Geldschöpfung ist schon auch ein bisschen eben eine politische Kunst, also ein politisches Können. Das kann man nicht einfach ausrechnen anhand von Statistiken. Statistiken können Anhaltspunkte liefern. Die Nachfrage, die Zinsentwicklung an den Geld- und Kapitalmärkten liefert Anhaltspunkte. Ansonsten muss, deswegen verlangen wir übrigens, dass die Zentralbank soll, wie der Fachausdruck lautet, diskretionär handeln können. Also nicht regelgebunden, nicht mechanisch irgendwie jedes Jahr 3% mehr. Das war übrigens die Idee von Milton Friedman, der ein Vertreter des 100% Banking war, Chicago-Gruppe. Die wollten das. Die haben gesagt, die Zentralbanken, und da haben auch die Politiker wieder Einfluss, und das soll nicht sein. Es muss eine mechanische Regel geben. Jedes Jahr 3% mehr Geld, fertig. So. Ich glaube, das ist nicht real, weil die wirkliche Welt ist, es passieren ständig unvorhergesehene Dinge. Deswegen muss man situativ reagieren können, sowohl antizipativ als auch reaktiv. Deswegen wollen wir an dem Prinzip nicht nur der unabhängigen, sondern auch der diskretionär handelnden, also nach situativem Ermessen handelnden obersten Geldbehörde festhalten. Aber das ist eine große Frage, nicht? Und da muss man auch, kann man nicht ausrechnen. Es gehört zur Kunst eben der Zentralbanker, da ein Gefühl dafür zu entwickeln, anhand von Daten natürlich. Ich hab zwei Fragen. Einmal ist mir noch nicht ganz klar, ob es sowas wie, was ja heute stattfindet, die Geldschöpfung über die Bodenspekulation, ob sowas noch möglich ist in einem Vollgeldsystem. Und die zweite Frage bezieht sich eigentlich auf diese Idee von Ihnen, dass die Geldschöpfung, die dann staatlich vollzogen wird, ausgegeben wird, das geschöpfte Geld an den Staat als Erstverwender. Sie haben gerade gesagt, es ist eigentlich eine hohe Kunst, dann nachher dieses richtige Verteilen. Das ist ja eigentlich eine Art Kreditierungsprozess. Also werden dann unsere gewählten Parlamentarier, müssen die zu Künstler werden? Werden die dann zu Kreditverteilern? Oder wie findet das, was heute als Kreditierungsprozess stattfindet, das Verteilen von Geld an die notwendigen Orte, wo das Geld gebraucht wird oder auch nicht, heutzutage funktioniert es ja nicht, es fließt ja nicht dorthin, wo es wirklich gebraucht wird. Wie findet das im Vollgeld statt? Ja, im Prinzip kann das wie bisher statt. Also das findet nicht durch die Politik statt. Nicht wahr? Die Politiker bekommen einfach Geld, um es haushaltspolitisch irgendwie für irgendetwas auszugeben. So, nicht? Die Verteilung von Darlehen oder von Kredit, das geschieht, kann weiterhin geschehen, sollte auch geschehen, durch die Banken. Wobei allerdings natürlich die Banken selbst in der Art ihres Geschäftsmodells, die können sich ja fortentwickeln. Das hat es ja auch in den zurückliegenden Jahrhunderten gegeben, zwei Jahrhunderten. Es sind ja vor 100 Jahren dieses Bankgeschäft auf Gegenseitigkeit, nicht? Kam aus dem Anarchosyndikalismus nach Proudhon, der war sozusagen Miterfinder der Volksbanken. Und Sparkassen ist eine eigene Entwicklung. Heute haben wir alternative Banken, die in ihrem Geschäftsmodell den Vorsatz des
grün-ethischen Banking eingebunden oder die da auch zugrunde gelegt haben. Umweltbank in Nürnberg, beziehungsweise die weitergehend im Sinne der Nachhaltigkeit oder sozialer Reform, Bank für Leihen und Schenken, die GLS-Bank oder kirchlich gebundene Banken. Man kann natürlich in der Art und Weise, wie Geldgeber, gerade in einem Vollgeldsystem, Leute, die Geld übrig haben, um es anderen zu überlassen für irgendwelche Investitionen, und die Geldnehmer, wie die zusammenfinden, da lassen sich vielerlei Bankreformen denken oder neue Geschäftsmodelle für Banken oder Geldvermittler, um es mal so zu nennen. Aber das kann man nicht alles in eine solche Reform der Geldordnung. Die Geldordnung ist eine Sache. Die weitergehende Reform von Banken und Finanzwelt, das hat viele, viele weitere Fragen, die wir mit einer Geldreform im engeren Sinne nicht zugleich beantworten können. Und ich fürchte, das bezieht sich so auch auf den ersten Teil Ihrer Frage mit dem Bodenwert und der Grundstücksspekulation. Also in einem Vollgeldsystem sollte es ausgeschlossen sein, dass für den spekulativen Erwerb von Grund und Boden Chiralgeld geschöpft wird. Achso, das kann, also so, sollte dadurch im Übrigen auch ausgeschlossen sein, dass es in großem Stil zu feindseligen Übernahmen kommt, die heute zu 90-95% durch Chiralgeldkredit finanziert werden. Wenn das so wegfällt, dann rechnen sich auch diese feindseligen Übernahmen nicht mehr und es kommt nicht zu grotesken Situationen, dass irgendwelche kleinen wilden Unternehmen große seriöse Unternehmen kaputt machen. Das könnte dann eigentlich nicht mehr sein. Aber diese ganzen Sachen mit der Bodenreform, das ist auch etwas, was über Geldreform im engeren Sinne weit hinausgeht. Ja, auch erstmal danke für den tollen Vortrag, Herr Professor Dr. Huber. Ich wollte kurz noch, bevor ich eine Frage stelle, meiner Freude Ausdruck verleihen, dass Frau Martin Kennedy heute Abend ist, die 2006 gesehen habe in Berlin und sie mich zu dem Thema angeführt hat, auf eine tolle Art. Das wollte ich kurz erlauben, das Mikrofon dafür zu nutzen. Und meine Frage ist: Ist es möglich, dass Ihre Vollgeldreform und die Schaffung dieser vierten Kraft im Staate, wäre das möglich, dass Griechenland das im Alleingang macht? Oder geht das nur im Euro-Team? Oder ist es möglich, dass eine Nation von sich aus sagt, wie China sagt, wir machen Vollgeld? Wie sieht das mit der Umsetzung aus? Also, irgendeine Nation, die nicht in der Eurozone ist, im Euroraum, die kann das auf alle Fälle machen. Ich glaube, es sollte oder realiter kann es nur eine Nation machen, die eine gewisse politisch-ökonomische Stabilität besitzt, die also eine respektierte Währung besitzt, die man auch akzeptiert im internationalen Handel, die nicht als Ramschwährung gilt, die niemand haben will. Relativ zuverlässiger Rechtsstaat, wo Verträge eingehalten werden und also Rechtsstaat überhaupt existiert, auf den man sich einigermaßen verlassen kann. Also solche Staaten, die unabhängig sind, in diesem Sinne völkerrechtlich souverän sind, eine eigene Zentralbank haben, die können das machen. So. Das heißt, Kandidaten, die in Frage kämen, würde ich zuerst denken an die Schweiz, an Großbritannien, an Japan, an Kanada, an Neuseeland, an Australien, an die Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch an neuindustrielle Länder, insbesondere China, Indien, Brasilien, Mexiko, Südafrika. Norwegen. Entschuldigung? Norwegen. Ja, danke, natürlich. Also die anderen außer der Schweiz, die anderen industriell entwickelten europäischen Staaten, die nicht im Euroraum sind. Im Euroraum haben wir auch schon mal darüber diskutiert, wie ist das eigentlich rechtlich genau. Und ich glaube, man könnte zumindest das Gesetz über Banknoten und so weiter, man könnte das so interpretieren, dass das einer unwahren Vollgeldschöpfung nicht im Wege steht. Rein rechtlich. Ich glaube, da könnte man was konstruieren. So. Was man nicht umkonstruieren kann, ist Artikel 123.1 Lissabon-Vertrag, dass es den Zentralbanken verboten ist, direkt zur Staatsfinanzierung beizutragen. Also da kommen wir auf keinen Fall drum herum.
Weshalb ich aus heutiger Sicht glaube, dass es in der Eurozone für einen einzelnen Staat realiter wahrscheinlich doch nicht funktionieren würde. Nicht nur deswegen, auch aufgrund der anderen Einbindung. Ein Land wie Griechenland auch nicht. Ja, sehe es nicht. Zumal das Land im Moment so sehr unter Druck ist und ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Ja, schönen guten Abend, vielen Dank für den Vortrag und ich finde es ganz wichtig, dass alternative Konzepte auch geprüft werden. Ich habe nur noch eine Frage und die ist leider bislang nicht beantwortet worden für mich. Was ist das denn eigentlich für Geld? Weil wenn ich mir Ihre Zentralbank angucke, dann ist das für mich wie eine schwarze Box, die an einer Seite, also zumindest nach der Umstellungsphase, Geld ausspuckt. Ganz unabhängig davon, ob jetzt nach einem mechanistischen, formelgetriebenen Verfahren oder ob da Analysten setzen, im Prinzip ist es nichts mehr als das. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass es für mich nicht mehr als ein Kreditgeldschein. Sie haben ja selber gesagt, es handelt sich um ein zinsloses und unbefristetes Darlehen. Das heißt, man kann ja in Frage stellen, ob eine Schuld, die nie getilgt wird, eigentlich überhaupt eine Schuld ist. Von daher ist für mich die Frage völlig unbeantwortet, woher dieses Geld eigentlich seinen Wert bekommt. Denn prinzipiell wäre es ja möglich, dass der Staat und dass auch die Bevölkerung alle mit Vollgeld im Plus sind und damit und die einzige Institution, die Schulden hätte, wäre quasi die Monetative, die nichts anderes ist als ein schwarzer Kasten. Woher kommt denn der Wert? Also was macht das denn zu überhaupt einem werthaltigen Mittel? Ja, also nach meinem Verständnis haben Sie zwei Fragen gestellt. Einmal nach der Bedeutung und dem Bedeutungswandel des Begriffes Schuld, also ein Schuldverhältnis im monetären, finanziellen Sinn, davon verschieden, aber in meinem Verständnis ist die Frage nach dem Wert des Geldes. Darauf bin ich heute im Verlauf des Abends schon mal kurz eingegangen und meine Antwort ist ganz eindeutig, also modernes Geld ist frei geschöpftes Geld. Das war schon traditionales Geld im Prinzip. Und das, was ich so etwas kritisch negativ, mit negativer Konnotation beschreiben, das ist da so eine Zentralbank, so eine Black Box oder irgendwie, nicht? Und da wird Geld ausgespuckt. Eine Monetative würde nach dem dargestellten Konzept sicherlich weniger Geld ausspucken, als heute die Banken das tun. Und der Wert dieses Geldes, der liegt im transaktiven Nutzen des Geldes. Ja, Geld ist ein finanzwirtschaftliches Instrument, um also einmal realwirtschaftliche Aktivitäten zu finanzieren. Sie müssen ja vorfinanziert werden. So. Und es ist weiterhin, wie es in den Lehrbüchern steht, ein Instrument, um den realwirtschaftlichen Austausch eben auch transaktiv zu katalysieren, wenn Sie so wollen. Und deswegen der Gegenwert des Geldes, die Deckung des Geldes im Sinne von Preisen, ja, kaufkraftmäßig, was kann ich kaufen für mein Geld, das ist eben die Kaufkraft des Geldes und diese Deckung liegt in Realwirtschaft, im Wirtschaftsprodukt, gemessen in Form des Produkt oder indiziert durch das Bruttoinlandsprodukt plus Schwarzwirtschaft und andere Dinge. Das ist der Wert des Geldes, nicht? Und das ist auch die Besicherung in einem gesellschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Sinne des Wertes des Geldes. Jetzt mit der Schuld, das ist eine interessante Frage und in der Tat ist es schon heute so, eigentlich seit 50 bis 100 Jahren, dass dieses, gerade bei den Zentralbanken, aus dem nichts geschaffenen Geld, was heißt da noch Schuld, nicht? Was heißt da, also Forderung kann man eher leichter verstehen, was heißt in der Bankbilanz noch Verbindlichkeit? Diese Begriffe erfahren in der Tat einen Bedeutungswandel und es ist dann eher schon eine wirtschafts- und philosophische Frage, nicht, in die wir da kommen. Denn im Prinzip ist mit der Ausstellung von Geld immer verbunden an uns. Es ist ja eigentlich ein Vorschuss oder eine Anweisung,
Eine pauschale Anweisung auf das produktive Leistungsvermögen der Nationen und der ganzen Welt. Und die bringende Schuld, die damit verbunden ist, ist, dass wir produktiv sind. Als Nation und als Nationengemeinschaft. Wir müssen produktiv wirtschaften, um diesen Zahlungsmittelvorschuss sozusagen nachher auch zu erwirtschaften und zu rechtfertigen. Wenn wir das nicht tun, dann wird das Geld immer weniger wert. Aber Sie erkennen auch schon den Unterschied, dass im Fall des Vollgelds ist quasi gar keine Schuld in dem Sinne mehr dem gegenübersteht, während ja heutzutage dem durch Chiralgeldschöpfung geschöpften Geld steht ja immer die Schuld. Es werden ja immer gleichzeitig Guthaben und Schuld erzeugt. Und wie Sie richtig gesagt haben, spielt das Chiralgeld von der Menge her inzwischen eine größere Rolle als das Zentralbankgeld. Das heißt, dem Großteil steht eine Schuld gegenüber, bei ihm und gar nichts mehr. Also ich halte es zumindest für problematisch, aber vielleicht müssen wir das auch heute nicht noch weiter ausführen. Danke. Also ich habe so viel verstanden von dem, was Vollgeld ist, der wird auch da gekauft, Marshall, dass die Banken haben natürlich, wenn sie ein Girokonto einrichten, wo ich ein Guthaben habe, haben eine Schuld. Mir. Lassen wir mal den Schuldbegriff und den Geldbegriff, nehmen wir es mal wirklich zunächst mal Schuld, das kann jeder verstehen. In Zukunft soll es dann wohl so sein, dass mehr oder weniger die Banken zwar die Kunden noch weiter verwalten, aber die Schuld nun nicht mehr die Bank trifft, sondern die Bundesbank, die Zentralbank. Oder ist es nur so ein System, das weitere juristische Probleme mit sich bringt, die dann praktisch erst noch ausgefochten werden müssen und noch geklärt werden müssen. Aber ich könnte mir ja vorstellen, wenn man wirklich an die Sache mal rangeht und würde die Sache knallhart so sagen, dass man sagt, so, diese Schulden, Bank, was wollen denn die Banken mit diesen Schulden? Die können doch froh sein, wenn sie die Schulden weg haben. Die Schulden hat jetzt die Bundesbank. Der Vorteil für den Bürger ist sofort, er hat nicht mehr eine Bank, die privatrechtlich pleite gehen kann, sondern, wie eine Gemeinde auch und ein Staat, also eine Konkursordnung oder eine Insolvenzordnung für einen Staat oder für eine Bundesbank, gibt es nicht. Das heißt, die können also nicht pleite gehen. Dass sie doch pleite gehen, anführungsstrichlichen Krieg, das ist ja mal eine andere Frage. So, und deswegen die Frage, wenn wir es denn wirklich ein Vollgeld haben wollen, haben Sie damit Ihrem Vorschlag nicht nur einen halben Schritt getan, wir tun einen ganzen Schritt, nämlich den ganzen Schritt. Und ich frage mich schon mal zwischendurch, warum braucht eine Geschäftsbank eigentlich noch ein Betriebskonto bei einer Zentralbank? Warum, und das müsste man doch auch wirklich mal, um diesen Schritt auch mal durchzudenken, was ist das die Notwendigkeit? Warum müssen Geschäftsbanken überhaupt Konten bei einer Zentralbank haben? Wenn wir doch im letzten drinnen, denn das richtige Vollgeld dadurch dann entsteht, dass jeder Bürger ein Konto bei der Zentralbank hat und nur jeder Bürger und möglicherweise nur gar keine Firmen, sondern nur ein Bürger. Und das bedeutet, jetzt hat jetzt der Bürger das Geld in die Hand bekommen. Und da ich politisch denke ich mal so ein Slogan, das Geld in die Hand der Bürger statt in die Banken, das wäre doch mal was, wenn man das wissenschaftlich könnte. Ja, also bei dem, was Sie da gerade gesagt haben, sind eine längere Reihe von, nennen wir das mal, Missverständnissen im Spiel. Und das meiste, was Sie über das Vollgeldsystem gesagt haben, ist unzutreffend. Also erstens mal, Banken im Vollgeldsystem können pleite gehen, die sollen zur Not auch pleite gehen können. Geschäftsbanken gegen Pleite, ja, dann, die Bundesbank. Okay, dann liegt das Missverständnis in dem Fall auf meiner Seite. Also der Unterschied ist jedenfalls, in einem Vollgeldsystem soll die Menge des vorhandenen Geldes schuldenfrei sein, in einem finanziellen Sinne. Denn es ist zwar, man kann es als unbefristetes, unverzinsliches Darlehen an die Staatskasse verbuchen,
deklarieren, wobei das eben Bedeutung, der Sinn dessen hat eine andere Bedeutung als in einem normalen finanziellen Schuldenverhältnis. Nicht? Jedenfalls, das Geld muss im Prinzip nicht regelgetilgt werden. Zu unterscheiden davon sind die weiterbestehenden eben Darlehensgeschäfte oder Wertpapiergeschäfte. Nicht? Wenn ich einen Überziehungskredit in einem Vollgeldsystem bei meiner Bank mache, also das ist weiterhin möglich, nicht? Das ist sozusagen sofort Kredit, den die Bank aber auch sofort voll finanziert haben muss, nicht? In dem Moment haben sie ein ganz herkömmliches Schuldenverhältnis. Ich gehe in ein Schuldenverhältnis ein, ich nehme einen kurzfristigen Überziehungskredit oder einen Schnellverfügungskredit in Anspruch und diese Geldmenge schulde ich meiner Bank und ich muss ja dafür Zinsen zahlen, bis ich es getilgt habe, nicht? Überziehungskredit wird halt laufend fortgeschrieben, das würde wahrscheinlich so bleiben. Da ändert sich gar nichts. Insofern bestehen Schuldenverhältnisse natürlich fort, zwischen denen, die als Gläubiger und Schuldner auftreten, ja, in der Finanzwirtschaft. So. Und im Übrigen auch Minderanteil. Ach so, hier eine ganz wichtige Frage ist, warum müssen Banken weiterhin Konten bei einer Zentralbank haben? Das ist einfach, damit es im Sinne der Currency-Tradition der Geldpolitik eine öffentliche Instanz gibt, die in der Lage ist, die umlaufende Geldmenge unter Kontrolle zu haben. Das ist ja die Aufgabe der Zentralbank. Wenn Sie dieses Element wegfallen lassen, dann bereiten Sie sehr schnell den Weg für ein System, das man Free Banking nennt, und das auf Deutsch bekannt ist eher durch Friedrich von Hayek unter dem Begriff Entstaatlichung des Geldes, Denationalization of Money. Und das bedeutet nach meinen Begriffen nichts anderes, als dass sie einem totalen Finanzkapitalismus den Weg bereiten, einer Totalherrschaft eines Oligopols von sehr wenigen globalen Großbanken, die dann das nach Belieben Geld schöpfen, Kredit schöpfen und nach Belieben wirklich Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in eine sehr massive, ständige Überschuldungsabhängigkeit hinein manövrieren. Und das kann man nicht gutheißen. Also wir können das, das ist sozusagen das Gegenteil dessen, was wir wollen. Es ist nicht so, dass ich etwa ein Verfechter Hayek'scher oder sonstiger Full-Banking-Theorien bin. Nein, meine Sorge geht ganz woanders. Dass es völlig gleichgültig ist, ob eine Bank noch ein Betriebskonto hat oder nicht, weil die Bank das System, so wie es vorgeschlagen ist, auch aushebeln können und es der Missbrauch, den es immer wieder geben kann, weil die Dinge einfach politisch nicht beherrscht werden. Weil Geld kein Wert, sondern eher eine Macht ist und diese Macht eben auch im politischen Raum wirkt. Und man braucht das gar nicht Korruption zu nennen, sondern man darf die Situation nicht unterschätzen, wenn man sich an eine neue Geldordnung wandt. Ja, ich bin auch vorgekommen eigentlich mit zwei Fragen, aber die erste Frage ist schon gestellt worden, ob eben ein Teil der Welt das Vollgeld eingeführt werden könnte, die brauche ich also nicht mehr zu stellen. Ich wollte aber vorher noch eine Bemerkung machen, da war ganz am Schluss die Rede von Heulen und Zähneklappern, dass die Bevölkerung, der Bevölkerung das natürlich niemand müsste, aber ich glaube, die Leute, die heute die Banken leiten, die müssten es sehr wohl tun und das sind zwar nicht viele, aber sie sind sehr mächtig und es gibt sehr viele, die ihnen dienen und die auch dafür sorgen, dass zum Beispiel dieser Artikel 123 Absatz 1 im entsprechenden Vertrag eben drinsteht. Aber in Granit gemeißelt ist der natürlich genauso wenig wie irgendein anderes Gesetz auf diesem Planeten. Und also die erste Frage ist schon beantwortet und die zweite Frage war, wie stehen Sie zu Franz Hörmann mit seinem Geld, mit seinem Buch Ende des Geldes? Ja, ich kann dazu so gut wie nichts sagen, weil ich das Buch nicht gelesen habe, aber ich dachte mir, einer, der so einen Titel wählt,
Ich habe dann festgestellt, durch verschiedene Recherchen, beziehungsweise auch über Dritte, Verschiedenes gehört. Also der Hörmann ist ja wohl ein Professor oder gewesener Professor, und man hat ihn ja vom Dienst suspendiert, Buchführungen, Bilanzen, solche Fragen. Und die Kritik, die er formuliert hat an der Funktionsweise des bestehenden Systems, deckt sich in wesentlichen Punkten auch mit unserer Kritik. Aber was ihm politisch vorschwebt, weiß ich nicht genau. Eine Abschaffung von Geld haben Sie ja gesehen, das glaube ich nicht. Also ich kann das nur verstehen, oder ich habe eine Vorstellung dadurch, dass es die Idee gibt, die alternative Idee, dass sozusagen Austauschsysteme, so Local Exchange Networks, dass sich das verallgemeinert und dass praktisch alles zu einem national und weltweit umfassenden Verrechnungssystem wird. Aber ich persönlich sehe das nicht. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Aber da würden wahrscheinlich sehr ähnliche Themen auftauchen, dass sie bestehende Guthaben dann übertragen können müssten. Und dann entsteht wieder ein Geldsystem. Aber ich weiß gar nicht, ob Hörmann das meint. Und was uns an Hörmann sehr suspekt ist ansonsten, das ist, wie soll ich mal sagen, das ist auch einer, der sich mit Begriffen wie Schuldsklaverei und Brechung der Zinsknechtschaft und so, nicht wahr? Das geht ihm gut über die Lippen, und es gibt ja in Österreich viele, die sagen, sie seien freiheitlich und sind in Wahrheit, also es ist einfach nur eine Spielart eines mehr oder weniger radikalen Neonationalismus, und wir wollen damit bei der Monetative nichts zu tun haben, ich persönlich schon mal gar nicht, nicht? Also über das Letzte kann ich nichts sagen, aber dass er das Geld ganz abschaffen will, wie der Titel des Buches allerdings suggeriert, das wird im Buch aber dargelegt, dass er das nicht will. Hinterher kommt dann raus, dass er Geld mit T geschrieben haben will. Ja. Also darf ich dazu was sagen? Ich habe eine Diskussion mit der Dame Kleine-Kennig. Ich habe eine Fernsehdiskussion über anderthalb Stunden mit Herrn Hörmann in Wien gehabt. Ich möchte ein bisschen warnen. Ich kann das nicht ganz bestätigen, was du so zum Schluss vermutet hast, aber es sind da, also in der Analyse stimme ich auch mit ihm überein, Gott sei Dank haben die den Teil, wo es um die Lösung ging, aus der Fernsehdiskussion rausgeschnitten. Da ging es nämlich dann, da hätten wir uns dann noch länger einfach auch über dieses Thema, wie man das lösen kann, unterhalten müssen. Und und dann war es wieder nicht genügend Zeit, um genau das zu tun, und dann wäre es sehr blöd gewesen, wenn sie das drin gelassen hätten. Also insofern ist die Diskussion, die im Fernsehen auch unter YouTube drin ist, zwischen Hörmann und mir, das geht noch, aber auch was ich inzwischen gehört habe, hier, dass eine Partei mit einem Herrn Klausner zusammen jetzt gründet, und ich habe fast einen Rechtsstreit mit Herrn Klausner gehabt, ich weiß, also mit Herrn Klausner möchte ich absolut nichts zu tun haben, das ist schon vor einigen Jahren gewesen, das gibt mir auch sehr zu denken, und ich würde einfach die Diskussion an dem Punkt mal stehen lassen. So, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind am Ende 3 Stunden. Ich übergebe nochmal das Wort an Alexander. Ja, danke, Georg. Vielen Dank für die. Also, ich bedanke mich ganz herzlich beim Professor Huber für seinen sehr interessanten Vortrag. Ich will da kein Fazit ziehen, aber ich glaube, wir haben in einem Teil eine sehr gute und realistische Analyse gesehen und dann auch sehr viele Denkanstöße bekommen. Also ihr habt mich zwar noch nicht hundertprozentig von der Idee der Manipulativen überzeugt, aber doch schon ein Stückchen mehr, dass das ein sehr interessanter Vorschlag ist, den man auf jeden Fall weiterverfolgen sollte. Die Reform des Geldregimes steht auf der politischen Tagesordnung. Das
vielleicht vielen Menschen gar nicht klar. Das, was wir jetzt brauchen, ist ein nachhaltiges Geldsystem, was eben uns eine Sicherheit und eben im Sinne der Piraten auch das Recht auf Sicherheit und Teilhabe gesellschaftlich in Zukunft nachhaltig ermöglicht. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich eben auch bei Georg für die Vorbereitung. Und vor allem bei Ihnen für die Teilnahme. Und ja, wir sind damit mit unserer Tagesordnung sogar fast pünktlich. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung hier in diesem Hause wieder. Thank you.